geht in die Europa-Themen der FDP. Und da übergebe ich an Alexander Null. Ja, vielen Dank. Wir haben uns heute mal überlegt, das Ganze in etwas anderem Rahmen zu machen, als so reine Frontalveranstaltung, das Ganze im gemütlichen Rahmen mit einem Frühstück zu verbinden und das Thema Europa, Europawahlkampf auch mit unserem hessischen Spitzenkandidaten und Platz 5 auf der Bundesliste, Dr. Wolf Klienz hier gemeinsam mit ein paar Fragen an das, was sich zum Thema Europawahl alles anstellt, zu verbinden. Ich stelle vor, Dr. Wolf Klienz, unser Kandidat, geboren 1941 und seit 2004 Mitglied im Europäischen Parlament für die FDP. Er ist ein wirklich durch und durch sozialer Marktwirtschaftler. Seine berufliche Laufbahn war eigentlich darauf ausgerichtet. Und im Europäischen Parlament hat er für die FDP, für die Liberalen, mehrere Funktionen nach wie vor inne. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das passt auch zur beruflichen Hintergrundgeschichte von Dr. Klienz. Er ist Vorsitzender des Ausschusses zur Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise. Gewesen. Es gibt sich mehr, stimmt. Dann Vorsitzender des European Parliamentary Financial Services Forum. Stellvertreter im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP im Europäischen Parlament. Also eine ganze Menge Kompetenz heute hier bei uns und wir wollen die Gelegenheit nutzen, alle Fragen, die sich uns stellen zum Thema Europawahl, zum Thema FDP bei der Europawahl, auch miteinander zu diskutieren. Ich möchte am Anfang unserem Kandidaten Dr. Klienz die Gelegenheit geben, ein paar einführende Worte zu sagen und wir werden das dann in etwas lockerer Weise besprechen. Wir haben ein paar Themen, die ich anmoderieren werde und wir auch sozusagen von Ihnen ein bisschen Input brauchen, damit Dr. Klienz all das, was uns auf dem Herzen liegt, beantworten kann und auch die Sicht der Liberalen auf europäischer Ebene und natürlich auch auf bundesrepublikanischer Ebene wiedergeben kann. So, Dr. Klienz, dann darf ich Sie bitten. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einladung und Ihnen allen danke ich, dass Sie an einem Sonntagvormittag hier zusammenkommen, um mit mir und auch Alexander Noll zu diskutieren. Der Wahlkampf hat ja, wie das üblich ist, bei Wahlkämpfen, vor allem bei Europawahlkämpfen, so ein bisschen langsam jetzt so vor 2-3 Wochen begonnen, aber jetzt glaube ich, in den letzten 4 Wochen werden wir an Fahrt gewinnen und in den letzten 2-3 Wochen wird es dann richtig spannend werden. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein paar einführende Bemerkungen mache, nicht keine stundenlange Grundsatzrede, ein paar einführende Bemerkungen. Ich finde das sehr gut, wie Alexander Noll das programmiert hat, dass wir dann in einen offenen Dialog austreten, ihm die Chance geben, Fragen zu stellen und uns auszutauschen. Denn es ist nicht nur wichtig, dass Sie meine Meinung oder die Meinung der FDP im Europäischen Parlament kennen, sondern auch ich würde gerne immer wieder erfahren, was Sie bekümmert, was Sie, sagen wir mal, als Fragen oder auch als offene Punkte haben, damit wir darüber nachdenken und zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Also die erste Frage ist ja immer, warum soll ich überhaupt zur Wahl gehen? Das wird auch oft auf Ständen gefragt. Da kommen die Bürgerinnen und Bürger und sagen, ja, warum soll ich denn überhaupt zur Wahl gehen? Europa, das ist so weit weg. Das bringt mir noch gar nichts, etc. Da muss man klipp und klar sagen, der Durchschnittsbürger weiß leider nicht, dass inzwischen das Europäische Parlament in sehr vielen Gesetzgebungsverfahren die entscheidende erste Instanz ist. Mit anderen Worten, viele Gesetze, die in Berlin schlussendlich durch den Bundestag und zum Teil dann auch noch durch den Bundesrat beschlossen werden, sind eigentlich nur noch die Umwandlung von europäischen Vorgaben in nationale Gesetze. Aber der eigentliche inhaltliche Gesetzgebungsvorgang hat vorher stattgefunden in Brüssel. Das ist auf dem Gebiet, auf dem ich tätig bin, im Wirtschafts- und Währungssektor, vor allem der Fall. Also ich kann sagen, die letzten 5 Jahre haben wir uns ja sehr stark beschäftigt mit Finanzmarktregulierung, also mit dem Versuch, die Finanzmärkte zu bändigen und sicherzustellen, dass in Zukunft nicht mehr solche Krisen entstehen, wie wir sie 2007, 2008 erlebt haben. Diese Gesetze und neuen regulatorischen Vorgaben sind praktisch ausschließlich in Brüssel entstanden. Ja? Und die sind dann in Berlin nur noch in national und in anderen Hauptstädten nationale Gesetze umgewandelt worden. Also die Bedeutung
Europas in der Beziehung ist nicht zu unterschätzen. Zweitens, durch den Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009, also ein halbes Jahr nach der letzten europäischen Wahl, in Kraft gesetzt worden ist, ist das Gewicht und die Kompetenz des Europäischen Parlaments spürbar erhöht worden. Wir sind heute in praktisch allen Politikbereichen mit Gesetzgeber, das heißt, ohne uns kann der Rat nichts beschließen und der Rat, wir können auch nichts ohne den Rat beschließen. Das ist also entscheidend. Es gibt immer noch ein paar Bereiche, wo wir praktisch höchstens beratende Stimme haben. Ich denke da zum Beispiel an das Thema der Außenpolitik, ein Thema, was uns sicherlich nachher in der Diskussion auch noch beschäftigen wird. Die Ukraine hat dieses Thema ja sicherlich nach vorne gebracht. Das ist also schon insofern, wenn einer, gerade wenn jemand mit der europäischen Entwicklung unzufrieden ist, dann finde ich, sollte er es als Verpflichtung empfinden, zur Wahl zu gehen, damit er nachher auch mit Fug und Recht sagen kann, ich habe mich für dies oder jenes eingesetzt und jetzt habe ich auch das Recht, verdammt nochmal, meine Meinung zum Ausdruck zu bringen, auch wenn die negativ und kritisch ist. Aber wenn einer sagt, mir ist das völlig egal, dann hat er eigentlich auch die Möglichkeit verwirkt, nachher sich kritisch zu äußern. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, die immer oft am Stand kommt, ist, warum soll ich denn euch wählen? Ihr seid doch Loser, ihr habt doch verloren. Ihr habt doch schon im September letzten Jahres die Packung gekriegt. Warum glaubt ihr denn, dass ihr jetzt wirklich einen Anspruch darauf habt, nochmal gewählt zu werden auf europäischer Ebene? Und da würde ich zwei Sachen sagen. Erstens, wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Parteien, gerade Splittergruppen, die sich zur Wahl stellen. Wir sind ja nicht nur als FDP im Europäischen Parlament. Wir sind zwar als FDP gut vertreten, im Moment haben wir ja 12 Abgeordnete und sind damit die größte nationale Delegation in der liberalen Fraktion. Die liberale Fraktion setzt sich zusammen aus Abgeordneten aus 23 Mitgliedstaaten. Das heißt, nicht alle 28 Mitgliedstaaten sind mit Liberalen vertreten, aber immerhin 23. Und zwei Mitgliedstaaten, nämlich Niederlande und Finnland, sind sogar mit Vertretern von zwei nationalen liberalen Parteien vertreten. Also auch das gibt es, wenn wir die zwei nationale liberale Parteien haben. Aber wir sind Teil also dieser Fraktion. Und die Fraktion mit 85 Mitgliedern ist die drittstärkste Fraktion. Und als drittstärkste Fraktion ist sie bei der Entscheidung und bei der Willensbildung des gesamten Parlaments entscheidend. Wir haben mal statistisch versucht festzulegen, wie die Ergebnisse der Plenarabstimmungen waren. Da ist rausgekommen, dass in 86% aller Fälle die liberale Position oder eine Position, die die liberale Fraktion mitgetragen hat und mitformuliert hat, gewonnen hat, die meisten Stimmen. Das heißt, wir sind als drittstärkste Fraktion sehr häufig das Zünglein an der Waage. Wir entscheiden, ob das Parlament insgesamt so oder so entscheidet. Und Guten Morgen. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu Vertretern kleinerer Parteien, wie wir sie jetzt, wo die 5-3%-Hürde gefallen ist, wahrscheinlich vertreten sehen werden. Jemand, der mit, sagen wir mal, 1-2 Abgeordneten einzieht, oder auch jemand, der mit 6-7 Abgeordneten einzieht, aber nicht Teil einer politischen Fraktion ist, der ist praktisch ohnmächtig. Der kann zwar in den Debatten mitmachen etc., er wird aber keine politische Kraft entwickeln, die wirklich auf die Entscheidungsfindung im Parlament bei wichtigen Vorhaben, sei es Resolutionen, sei es Gesetzgebungsverfahren, Entscheidungen, Entschließungen, wirklich maßgeblich Einfluss nehmen. Und das ist der große Unterschied. Wenn die Leute kommen und sagen, ja, jetzt ist ja meine Stimme nicht verloren, weil es nicht mehr die 5-3%-Hürde gibt. Stimmt. Aber wenn ich einen, sagen wir mal, Republikaner, ÖDPler, Tierschutzpartei oder auch AfD ins Parlament schicke, dann sind die dort aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Teil einer der bestehenden Fraktionen. Und als solche sind sie dann deckungslos. Denn wenn sie Einzelkämpfer sind, dann sind sie, was ist, im Moment haben wir auch schon sehr Einzelkämpfer, das wird abgekürzt als NI. NI ist die Abkürzung des französischen Non-Inscrit, das heißt nicht eingeschrieben, in irgendeine der Fraktionen. Und als Non-Inscrit kriegen sie keinen Vorsitz in irgendeinem Ausschuss, in irgendeiner Delegation. Sie haben ganz selten, wenn überhaupt, einen Bericht als Berichterstatter oder Schattenberichterstatter. Sie sind also quasi im Prinzip nur Diskutant bei den Sitzungen, aber können nichts bewegen. Und insofern macht es schon einen Unterschied, ob jemand die Stimme hierfür und dafür gibt. Und wir müssen sagen, wir sind eigentlich, wie wir es ja häufig auch in der bundesrepublikanischen Politik in den vergangenen Jahrzehnten waren,
Wir sind als Mitglied der liberalen Fraktion zum Teil sogar ausschlaggebender, als es unserer relativen Stärke angeht. So viel dazu. Jetzt ganz kurz zu dem, was hier auf dem Text steht. Da steht, wie Sie sehen, in Europa muss sich viel ändern, damit unsere Erfolge erhalten bleiben. Das klingt ja eigentlich paradox, ein Motto, wir haben viel erreicht, aber das müssen wir noch draufsetzen und was anderes machen, damit das, was wir erreicht haben, bestehen bleibt. Also muss sich viel ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Jetzt überspitzt formuliert. Ganz kurz dazu Folgendes. Wir haben Errungenschaften, die von keinem in Frage gestellt werden, die aber so selbstverständlich geworden sind, dass sie vor allem unsere Jugend gar nicht mehr als Errungenschaft in dem Sinne begreift. Dass wir seit 60 Jahren hier in Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit bei relativem Wohlstand leben, ist vor allem selbstverständlich. Die können die Grenzen überqueren, die können arbeiten, studieren, was immer, wie sie wollen. Die haben sich daran gewöhnt, dass sie kein Geld mehr wechseln, dass sie keinen Pass mehr brauchen und. Ist ja auch prima. Ich nehme das keinem übel, wenn er nicht groß darüber nachdenkt und jeden Tag aufsteht und sagt, mein Gott, wie bin ich froh, dass wir diese Errungenschaften. Nein, das ist Teil unseres täglichen Lebens geworden. Das ist in Ordnung. Aber wenn man genau hinschaut, und das zeigt uns auch die Entwicklung in der Ukraine jetzt, es ist eben nicht selbstverständlich, dass das so ist. Und wenn wir nicht aufpassen und nicht tatsächlich da und dort noch weitere Veränderungen und damit auch Verbesserungen vornehmen, laufen wir Gefahr, dass das, was wir für selbstverständlich halten, dann doch möglicherweise nicht Bestand oder nicht im vollen Umfang Bestand hat. Und dazu nur ein paar Schlagworte, dann kommen wir in die Diskussion, moderiert von Alexander Noll. Als erstens, wir haben sehenden Auges erlebt, dass das, was gerade Deutschland so erfolgreich nach dem Krieg gemacht hat, nämlich die soziale Marktwirtschaft, pervertiert worden ist in den letzten Jahren. Die soziale Marktwirtschaft, wie sie ein Eucken theoretisch formuliert hat und wie sie Ludwig Erhard und Otto Graf Lambsdorff in der politischen Praxis umgesetzt haben, steht eben nicht weder für exzessiven Wirtschaftsliberalismus, Stichwort Verluste werden sozialisiert und Gewinne werden aber privatisiert, steht aber auch nicht für exzessiven Wirtschaftsinterventionismus, also exzessiven Staatseinfluss, wie wir es auch in manchen Staaten sehen, sondern die soziale Marktwirtschaft steht dafür, dass es einen klaren Rahmen gibt, einen Ordnungsrahmen, der ist wertegebunden und die Unternehmer oder die Wirtschaft generell können sich innerhalb dieses Rahmens frei bewegen, haben alle Möglichkeiten, aber der Staat achtet darauf, dass, so wie beim Wettbewerb auch, dass tatsächlich die Spielregeln eingehalten werden. Das ist in den letzten Jahrzehnten nicht mehr der Fall gewesen. Der Wirtschaft, vor allem der Finanzsektor, konnte unbändig Risiken eingehen, in dem Bewusstsein, wenn es schief geht, wird der Staat und damit der Steuerzahler mich schon schützen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wir müssen wieder zurückfinden zu diesem System der sozialen Marktwirtschaft, die hier im Vertrag von Lissabon als die für die Europäische Union verbindliche Wirtschaftsform festgeschrieben ist. Wir wollen ja keine Planwirtschaft, wir wollen aber auch keinen Manchester-Kapitalismus, der eben sagt, der Stärkere kann sich durchsetzen und wir haben überhaupt keine Regel. Das darf nicht sein. Das Zweite ist, die Eurozone ist inzwischen wieder in halbwegs ruhigem Fahrwasser. Portugal begibt gerade eine 10-jährige Anleihe zum Zinssatz von 3,57, also enorm niedriger Zins für ein Land wie Portugal. Also wir sind da in ruhigem Gewässer, auf gutem Wege. Heißt nicht, dass alle Gefahren total gebannt sind. Aber wir müssen darauf achten, gerade als Deutsche, die wir als Erste damals gegen die Stabilitätskriterien verstoßen haben, dass das neue Regelwerk, was es gibt, was noch eine Erweiterung und Verschärfung der alten Regeln ist, dass das tatsächlich eingehalten wird. Wir brauchen Disziplin. Die Mitglieder, die in diesem Club sind, müssen sich disziplinieren. Es gibt auch hier große Fortschritte. Irland und Spanien sind aus diesem Rettungspaket ausgeschieden, sie brauchen das nicht mehr. Portugal hat jetzt eine neue Anleihe gegeben, wird wahrscheinlich im Sommer entlassen werden können. Der einzige wirklich nach wie vor gravierende Fall, kommen wir vielleicht in der Diskussion noch drauf, ist nach wie vor Griechenland. Der Rest ist auf gutem Wege, aber wir müssen wirklich auch sehen, dass wir auf dem guten Wege bleiben. Es geht nicht, dass jetzt der neue französische Minister Sapin sagt, naja, vielleicht brauche ich doch ein, zwei Jahre mehr, bis ich das mein Versprechen einhalte. Der Renzi in Italien sagt auch schon so ein bisschen durch die Blume, ja, vielleicht brauche ich auch mehr Zeit. Das, wenn wir anfangen, wieder sloppy zu sein, nein. Und insofern ist das, was, auch wenn es uns Vorwürfe im Ausland einträgt, die Politik richtig, Hilfe, solidarische Hilfe, aber nach dem Motto Solidarität gegen Solidität. Das muss zusammenfallen, genauso wie
wie es im unternehmerischen Umfeld klar sein muss, Handeln und Haften müssen eins sein. Es kann nicht sein, dass der eine entscheidet und handelt und der andere, sprich der Steuerzahler, haftet. Das Dritte ist, wir müssen bei den Änderungen, wir müssen die Entscheidungsmechanismen wieder dorthin bringen, wo sie nach den vertraglichen Vorgaben eigentlich sein sollen. Sprich, wir entscheiden nach der Gemeinschaftsmethode. Wenn immer eine Entscheidung ansteht, entscheiden paritätisch Europäisches Parlament, der Rat, sprich die Regierungschefs oder die Fachminister zusammen. Das ist in den letzten Jahren ein paar Mal ausgehebelt worden. Aus Gründen, die man zum Teil nachvollziehen und akzeptieren kann, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus haben die Regierungschefs gesagt, also das erstens muss schnell gehen, zweitens die Vertragsbasis gibt eine solch gravierende Entscheidung möglicherweise gar nicht her, also machen wir ein zwischenstaatliches Abkommen, dann brauchen wir auch das Parlament nicht, dann geht es schnell. In Ausnahmefällen kann ich das akzeptieren, wenn tatsächlich der Hut brennt, wie man so schön salopp sagt, und man schnell entscheiden muss. Nur, ich habe ein bisschen den Eindruck, dem Rat scheint das zu gefallen, dass er jetzt einen Modus gefunden hat, ohne Parlament wichtige Entscheidungen zu treffen. Und wenn das aber einreißt, dann haben wir eigentlich eine Situation, wo die demokratische Legitimierung nicht mehr so gut ist und da müssen wir aufpassen. Der vierte Punkt, wo wir tatsächlich Handlungsbedarf haben, ist dieses Kompetenzwirrwarr. Also unser Vorsitzender Christian Lindner hat ja mal gesagt, eigentlich müssen die Kompetenzen so zugeteilt sein, wie in einer Schichttorte. Wenn wir eine Schichttorte haben, da haben sie unten den Boden, da kommt vielleicht ein bisschen Creme, dann kommt Obst und irgendwo Schlagsahne, was immer. Also es ist klar, welche Schicht wo liegt. Und so sollte es auch mit den Kompetenzen in Europa sein und der Kompetenzverteilung zwischen Brüssel, zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Regionen. Hier ist in den letzten Jahren etwas gewachsen, zumal das ganze Gebilde ja immer komplexer wird. Das ist ja leider auch so, muss man dazugeben, dass es nicht mehr klar ist, wo ist welche Kompetenz und vielfach sind Kompetenzen auch geteilt. Das ist für die Bürger auf Dauer nicht mehr akzeptabel, weil sie es einfach beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen und verstehen können. Da müssen wir ihnen helfen dabei. Und deswegen meine ich, es wird eine schwere Anstrengung sein, aber man sollte es zumindest in Erwägung ziehen, wir sollten versuchen, alle Verordnungen und Richtlinien, die es jetzt gibt, auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, über welche ist die Zeit hinweggegangen. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die haben sie von selber erledigt. Dann werden die einfach außer Kraft gesetzt. Bei den anderen muss man sich fragen, brauchen wir noch? Ja, okay. Dann, wer muss dafür zuständig sein? Brüssel oder die Mitgliedstaaten oder vielleicht sogar die Region? Ich bin der Meinung, es gibt ein paar Bereiche, wo wir unbedingt Brüssel brauchen. Sogar mehr als heute. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Energiepolitik auf Dauer nicht mehr im nationalstaatlichen Rahmen gelöst werden kann. Wir brauchen eine Energiepolitik auf europäischer Ebene. Oettinger, unser Kommissar in Brüssel, der für Energie verantwortlich ist, sagt genau dasselbe. Eine Energiewende nur im nationalen Rahmen springt zu kurz oder greift zu kurz. Die Sonne, wir wissen, wo die meisten Sonnentage sind und wo der meisten scheint. Und das ist nicht nur im deutschen Umfeld. Und da sollten wir aus europäischer Sicht tatsächlich große Sonnenkraftwerke bauen. Wir wissen auch, wo der Wind stark bläst. Biscaya, Normandie, Bretagne, britische Inseln und Nordsee. Und das sollten wir auch als Gesamtheit sehen und nicht hier versuchen, klein, klein das anzupacken. Das ist in der Frage des Euro, der Eurozone, des Euro und der Finanzen in der Eurozone brauchen wir sicherlich auch noch mehr Entscheidungskompetenz auf europäischer Ebene. Umgekehrt gibt es vieles, was in Brüssel ist, was da nicht sein muss und was wir zurückverlagern müssen auf die Mitgliedstaaten. Die Beispiele kennen Sie alle, vom Staubsauger angefangen bis zu diesem Problem. Das brauchen wir nicht. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, und dann bin ich schon durch, der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union. Wir sind ein Land mit 81 Millionen Einwohnern und haben damit, man höre und staune, so viele Einwohner wie 17 Staaten der Europäischen Union zusammengehören. Wenn wir die bei den kleinsten anfangen, Luxemburg, Malta, Zypern und addieren die auf, dann müssen wir 17, und in aufsteigender Linie, müssen wir die Bevölkerung von 17 Staaten aufaddieren, um auf die 81 Millionen zu kommen, die wir haben. Das heißt, wir sind groß. Und wenn ich an die Wirtschaftskraft denke, dann steht Deutschland praktisch für 30% der Wirtschaftskraft der EU. Wir sind immer noch die viertgrößte Wirtschaftskraft in der Welt. Unsere Industrie ist größer als die von Großbritannien und Frankreich zusammengenommen. Sie können sich vorstellen, dass dieses Gewicht, was wir haben, natürlich bei unseren Nachbarn auch gewissen Einflüssen lässt. Nicht immer nur Freudentänze.
Das ist auch klar. Und was sich daraus ableitet, ist, dass wir nicht nur ein großes Gewicht haben, sondern dass dieses Gewicht auch eine große Verantwortung mit sich bringt. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr lange ganz gut gelebt nach dem Motto, wir sind ein wirtschaftlicher Riese, aber ein politischer Zwerg und so halten wir es auch. Wirtschaftlich powern wir und politisch lassen wir ruhig die anderen vorziehen. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Der Sikorski, der polnische Außenminister, hatte natürlich recht, als er gesagt hat, ich habe mehr Angst davor, dass Deutschland seine Führungsaufgabe nicht wahrnimmt, als dass es sie wahrnimmt. Und das ist das, was wir brauchen. Wir sollen jetzt nicht den großen Macker spielen, sondern ein Motto, wir wissen, wo es lang geht, folgt uns nach. Aber wir müssen die verantwortungsvoll mit unserer Größe umgehen und eine gewisse Koordinierungsrolle schon bereit sein zu akzeptieren. Und das müssen wir machen in einer Art und Weise, dass alle unsere Nachbarn und vor allem und gerade die Kleinen und Mittleren das Gefühl haben, Deutschland benötigt wirklich ein ehrlicher Makler, unser aller Interessen zu sein und nicht seine Interessen uns auf unsere Kosten durchzusetzen. Das geht eben nicht so, wie das der Jacques Chirac mal gemacht hat, als er Präsident, der frühere Präsident Frankreich, als er Präsident der EU war, hat er, als ein Thema zur Abstimmung anstand, haben sich die Kleinen gemeldet, Kleinen, Mittleren, ich glaube, beiden Staaten haben sich gemeldet und Slowakei. Und da hat er gesagt, kill the tax, da sage ich doch gut Deutsch, die sollen die Klappe halten. Das kann ein französischer Präsident sein, dann ist es immer noch unschön, aber es wird nach ein paar Monaten vergessen. Wenn das eine deutsche Kanzlerin sagt, dann wird es in 3 Jahren noch nicht vergessen. Insofern müssen wir hier, glaube ich, mit Gespür, mit Fingerspitzengefühl hantieren, aber es heißt nicht, dass wir uns wegducken können. Und wir müssen auch wirklich sehen, versuchen, dass wir hier zu einer europäischen Willensbildung beitragen. Denke ich mal an das Beispiel Libyen. Das halte ich für nach wie vor für sehr unglücklich, dass da Deutschland einfach sagt, also ich akzentiere mich durch Enthaltungen. Letzter Punkt, dann bin ich fertig. Europa hat 500 Millionen Einwohner. Das ist viel, aber gleichzeitig relativ wenig. Denn die 500 sind im Weltmaßstab nur noch 7%. Mit diesen 7% erwirtschaften wir immerhin 20% des Weltwirtschafts-Bruttosozialprodukts. Also relativ starke Zahlen. Weil die 7% und die 20% wird in den nächsten Jahren spürbar zurückgehen. Unsere Demografie kennen wir, wir wachsen nicht, im besten Fall stagnieren, wir schrumpfen de facto. Und da die Schwellenländer wie China, Brasilien, Mexiko, zum Teil auch Indien in den nächsten Jahren weiter wachsen werden, ist wir zwar auch wachsen, hoffe ich, aber trotzdem eben relativ schwächer, weniger wachsen als die anderen, wird unser Anteil an der Weltwirtschaftsleistung auch zurückgehen. Deutschland ist heute Nummer 4 in der Welt, was die Wirtschaftskraft betrifft. Wir haben 3 weitere europäische Staaten, die unter den Top 10 sind, nämlich Großbritannien, Frankreich und Italien. Modellrechnungen zeigen, dass in 30 Jahren etwa unter den ersten 10 der Welt nur noch ein Europäer sein wird. Das ist aller Voraussicht nach Deutschland. Immer noch, trotz schrumpfender Bevölkerung, wird durch Einwanderung ergänzt. Aber auf welcher Stelle sind wir? An Stelle Nummer 10, nicht mehr 4 oder 5. Das heißt, wir, kein einziges Land aus Europa wird in 30 Jahren unter den Top G7 sein. Oder wenn Sie Russland noch dazu nehmen, G8. Wir sind nicht mehr drunter. Das heißt, wir haben nur eine Chance, in dieser zunehmend globalisierten Welt an Entscheidungen, die auch uns unmittelbar betreffen und berühren, teilzunehmen, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Europa muss in wichtigen Fragen tatsächlich mit einer Stimme sprechen lernen. Es wird nicht einfach sein, weil immer noch nationale Befindlichkeiten da sind, das ist klar. Aber es gibt keinen Weg. Die nationale Karte hat ausgespielt. Da ist kein Trumpf mehr drin. Wir können nur hoffen, mit der europäischen Karte zumindest einer der Partner zu sein, die um den Entscheidungstisch sitzen, wenn weitreichende Fragen behandelt und entscheidende Wegmarkierungen beschlossen werden. Das ist glaube ich, unausweichlich. So viel von meiner Seite als Einführung. Und jetzt bin ich gerne bereit zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Nebenbei esse ich auch einen Polsang. Ja. Ja, zunächst mal vielen Dank, Dr. Kien. Sie haben ja schon einige Stichworte genannt. Ich sag mal,
Europa auf der einen Seite als Zukunft dieses Kontinents, aber man sollte auch mal zurückgehen auf die Wurzeln. Europa als Friedensunion, das war ja eigentlich der eigentliche ursprüngliche Gedanke, der seinerzeit die europäischen Staaten dazu bewogen hat, etwas mehr zusammenzuarbeiten und am Ende auch in diese Europäische Union geführt hat. Wahrscheinlich auch einer der Anlässe, der dazu geführt hat, den Euro einzuführen, um diese Einigung voranzutreiben. Jetzt frage ich einfach mal so, trauen Sie dem Euro, Herr Kiewicz? Ja. Sie trauen dem Euro? Ja. Trotz der Dinge, die viele inzwischen sagen, der Euro ist nicht stabil. Wir sind im ganzen Euro-Raum tätig, wir trauen dem Euro. Was sollen wir, wenn wir keinen Euro mehr hätten, müssten wir Wechselkurse nehmen. Ich selber wurde gebeutelt durch Grenzkontrollen und ähnliches. Ich habe nach zu Zeiten, als die EU schon stand und wir schon den Binnenmarkt hatten, bin ich durch Österreich gefahren. Und musste dort 800 Euro Strafe bezahlen, weil ich einen Transitvergehen begangen habe. Heute gibt es keine Transitvergehen. Ja, vielen Dank, Herr Käser. Das wäre das Stichwort, Stabilitätsunion. Sie haben ja vorhin zu Beginn schon einiges gesagt zum Thema Stabilität. Wir werden ja im Augenblick überflutet von Nachrichten, die sehr eurokritisch sind, nach dem Motto, der Euro habe keine Zukunft. Es sind zu viele Länder Teilhaber am Euro, die eigentlich nicht hineingehören. Herr Klins, wie sehen Sie das? Also, Sie haben es ja schon angedeutet, der Euro ist eingeführt worden, um, wie ich es sehe, die politische Integration Europas, die ja auf dem Weg ist, also das politische Projekt, unumkehrbar zu machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, kann man auch offen sagen, ist, der Euro ist natürlich auch eingeführt worden, um Deutschland einzuheben. Also um sicherzustellen, dass Deutschland sich nicht, aus welchem Grund auch immer, plötzlich von diesem europäischen Weg verabschieden und einen Sonderweg beschreiten kann. Wir sehen ja die Gefahr nicht, aber manche unserer Nachbarn haben vielleicht eine Zeit lang nicht geglaubt, dass wir tatsächlich ein für alle Mal zu dieser Union gehen und waren besorgt. Punkt 1. Punkt 2, das kann man auch offen ansprechen, wir hatten ja schon de facto so etwas wie eine europäische Zentralbank, bevor die EZB in Frankfurt errichtet wurde. Das war die Deutsche Bundesbank, die auch in Frankfurt sitzt. Wenn immer die Deutsche Bundesbank wichtige geldpolitische Entscheidungen getroffen hat, Zinsveränderungen oder immer, dann haben sehr viele Nationalbanken unserer Nachbarstaaten innerhalb von 24 oder 48 Stunden auch reagieren müssen. Wir waren gewissermaßen der, der den Kurs vorgab. Niederlande, Österreich, Luxemburg, Belgien, Dänemark, die haben sofort reagiert. Und die Notenbanken der sehr südlichen Mittelmeerländer haben in der Regel auch reagiert, aber nicht, indem sie einfach unsere Beschlüsse, also die Beschlüsse der Bundesbank nachvollzogen haben, sondern sie haben oft die Chance genutzt, um ihren eigenen Währungskurs neu festzusetzen, sprich eine Abwertung durchzuführen und wieder rechtfertigen. Bei diesen Entscheidungen hatten unsere Nachbarstaaten, vor allem unsere französischen Nachbarn, das Gefühl, dass sie nur noch etwas durchführen, was im Prinzip sechs deutsche Bundesbankvorstände entschieden haben. Und dass sie selber, obwohl souverän in ihrem, als Land und auch pro forma souverän in ihrer Geldpolitik, sie de facto es nicht machen. Das hat die gestört. Und die haben gesagt, das wollen wir ändern. Und die Einführung einer gemeinsamen Währung und einer gemeinsamen europäischen Zentralbank hat das natürlich auch geändert. Wir sitzen jetzt alle wieder am Entscheidungstisch. Die anderen, die vorher quasi nur nachvollziehen konnten, sind jetzt gleichberechtigte Mitentscheider. Und unser deutsches Entscheidungsgewicht ist relativiert worden. Wir sitzen jetzt mit einem oder mit zwei, mit den zweiten oder mit 16 dabei. Aber wir haben nicht mehr allein das Sagen. Und das ist im Interesse des Zusammenwachsens in Europa, glaube ich, eine durchaus sinnvolle Entscheidung. Und die Nachteile, muss Dänemark nicht mehr reagieren? Na, Dänemark reagiert. Dänemark ist nicht im Euro, hat die Währung quasi gekoppelt an den Euro. Und insofern haben Sie recht, die müssen de facto auch noch reagieren. Die müssen sich halt überlegen, ob sie nicht alles doch in den Euro gehen. Das ist richtig.
Ja, so, ihr habt ja gehört vom Schulden, der leichten Maßnahme allgemein. Dadurch, dass es ja mehr Mitglieder sind, die entscheiden, besteht nicht die Gefahr, dass man immer mehr zu Minimalkonsens neigt. Ja, weil sich ja jeder irgendwo vertreten sehen möchte. Das ist richtig gute Lösung quasi ausbleiben oder starke Lösung. Wollen wir vielleicht, kannst du deine Frage anschließen? Ja, also ich denke, die Frage ist nicht, ob man den Euro braucht oder nicht. Die Frage ist nach der Alternative zum Euro. Und diese Alternative sehe ich nicht gerade vor dem Hintergrund, dass die Drittstaaten in den nächsten 20 Jahren ihre wirtschaftliche Prosperität aufholen werden. Da ist eine Volkswirtschaft von 80 Millionen Schritt nicht mehr konkurrenzfähig alleine. Aber meine Frage geht eigentlich nochmal in eine andere Richtung. Wir haben ja die 5%-Hürde jetzt bei der Europawahl aufgehoben. Ich persönlich sehe da ein Stück weit auch eine Zersplitterung vom Europäischen Parlament, wenn eben eine ganze Reihe von Einzelkämpfern oder Einzelrepublikanern der ÖDP draufhandelt. Das sind zwei verschiedene Fragen. Ich gehe darauf auch ein, aber erst, glaube ich, sollten wir das Thema Euro zu Ende machen. Würde ich auch sagen. Zwei Punkte dazu. Sarrazin hat ja ein Buch, der auch schon ein Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, Sie wissen das, und dann hat er ein Buch geschrieben über den Euro. Und das Buch ist betitelt, Europa braucht den Euro nicht. Ich kenne den Sarrazin noch von meiner Zeit, als ich Vorstand bei der Treuhandanstalt war in Berlin. Da saß er im Verwaltungsrat für das Land Berlin. Und ich habe ihm gesagt, Herr Sarrazin, vieles, was Sie in dem Buch schreiben, kann ich nachvollziehen. Nur der Titel ist falsch. Der dürfte nicht heißen, Europa braucht den Euro nicht. Er hätte heißen müssen, Europa hätte den Euro nicht gebraucht. Wir hätten wahrscheinlich auch noch die letzten 20 Jahre ohne Euro leben können, so wie vorher. Aber nun ist er mal da. Und jetzt ist er, und er ist ja aus guten, überlegten Gründen auch eingeführt worden. Und jetzt, wo er da ist, müssen wir alles tun, um ihn tatsächlich nachhaltig erfolgreich zu machen. Und ich finde zum Beispiel, was der Herr Henkel, Nummer 2 auf der AfD-Liste, früher BDI-Präsident, sagt, freimütig sagt dem Wähler, das ist für meine Begriffe unannehmbar. Nach dem Motto, haben Sie Ersparnisse in Euro? Sagt er, ich habe Ersparnisse im Schweizer Franken, in der norwegischen Krone, im Übrigen Immobilien und ein paar amerikanische Aktien. Das halte ich für grob fahrlässig, sowas. Weil das dem Bürger das Gefühl gibt, also wenn Sie im Euro auch nur einen Cent investieren, ist jetzt gewählt. Ich bekenne freiwillig, ich habe alles nur in Euro. Ich habe überhaupt nicht einen einzigen Schweizer Franken, nicht eine einzige norwegische Krone oder so. Fertig. Also jetzt zu der Frage nochmal zum Euro. Wenn jetzt so viele da sitzen, in der Tat, wir haben 18 Mitglieder der Eurozone, am 1.1. nächsten Jahres wird Litauen dazukommen, dann haben wir 19 Mitglieder, die sitzen alle im Gouverneursrat. Plus, wir haben die 6 Vorstandsmitglieder der Europäischen Zentralbank, also eine relativ große Truppe. Wir erfahren nicht, wie dort diskutiert und abgestimmt wird, weil im Gegensatz zur FED und zur Bank of England die EZB keine Protokolle ihrer Sitzungen publik macht, sondern sie haben nach jeder Sitzung und nach jeder Entscheidungsfindung gehen sie sofort vor die Presse, Präsident und Vizepräsident, und beantworten die Fragen, erläutern und beantworten die Fragen der Journalisten. Wir wissen also nur in ganz seltenen Fällen, zum Beispiel, dass einmal der Jens Weidmann gegen das OMT-Programm war oder ist. Aber das ist nicht protokolliert in dem Sinne. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine große Truppe sehr zum Teil auch kontrovers diskutiert, aber ich habe den Eindruck, der Draghi kommt immerhin alle 3 Monate zum Monetary Dialogue und erzählt im Parlament, in unserem Ausschuss, was sie zugesagt haben. Ich habe den Eindruck, dass die Entscheidungsfindung sehr stark klarer Konsens ist auf einer Linie, die auch Draghi im Wesentlichen mitbesteht. Also bisher, glaube ich, kann man nicht sagen, dass die lauter faule Kompromisse gemacht haben. Die Politik war erfolgreich bisher. Also sogar sehr erfolgreich und das in sehr schwierigen Gewässern. Also das würde ich jetzt nicht, ich meine, sie haben auch im FED-System in Amerika, haben sie auch mehr als einen. Das ist auch nicht nur die Yellen jetzt oder früher der Bernanke oder so, sondern das sind ja auch regionale Notenbankpräsidenten dabei. Vielleicht die Anschlussfrage von Dr. Wiesel. Obwohl, das und, möchte ich gleich einhaken, weil als Sie gesagt haben, dass der Hans-Olaf Henkel nicht den Euro
investiert, zeigt das noch nur, dass er keinen ökonomischen Verstand hat. Denn sonst würde er das nämlich machen, denn die Euroanlagen von Griechenland waren ja 3 bis 5 Mal überzeichnet. Das waren nur 5%, doch im Grunde genommen eine hervorragende Rendite erzeugt. Das ist aber auch wieder eine Schwäche von Europa. Denn das kriegt man so nur hin, indem man Sicherungssysteme einführt, die langfristig zu erheblichen Problemen führen. Nämlich dadurch, dass man einfach ökonomisch schwache Länder durch eine europäische Sicherheitssysteme so stärkt, dass sie im Grunde genommen ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig eventuell gar nicht mehr herstellen. Ich will ja Parallele ziehen zu einem amerikanischen System, das Sie eben angesprochen haben. Im amerikanischen System ist der Dollar durchaus in seiner historischen Entwicklung wechselhaften Problemen ausgesetzt gewesen. Einmal war der Süden zu stark, einmal war der Norden zu stark, was ja sogar dazu führt, dass eine Hauptstadt geschoben wurde. Mhm. Aber immer hat man die Eigenverantwortlichkeit der Regionen, selbst der Landkreise wie die Counties, so gehabt, dass dort auch für wirtschaftlichen Schaden eingestanden wurde. Mhm. Das ist in Europa nicht so. Europa, komme ich nachher noch auf eine Frage, hat einen gewissen sozialistischen Trend, der im Grunde genommen unproduktiv ist und zu erheblichen Schwierigkeiten führt. Da möchte ich gar nicht zwei Bemerkungen machen. Ihre Beobachtung ist völlig korrekt. Ich persönlich habe es für einen Fehler gehalten, oder halte es noch für einen Fehler, dass man Griechenland es hat durchgehen lassen oder sogar ermuntert hat, jetzt selber auf den Kapitalmarkt zu gehen. Weil das war eine Farce. Das war eine Farce. Jeder weiß, die können das nur machen, weil de facto die Sache abgesichert ist. Durch EZB etc. und damit durch die Garantiegeber oder die Aktionäre. Was Amerika betrifft, müssen wir anfangen. Sie haben recht. Die Staaten sind selbstverantwortlich und wenn Kalifornien gegen die Wand fährt, dann sagt Washington, okay, dann fährst du halt gegen die Wand. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was Amerika hat trotz alledem, ist, Amerika hat natürlich ein paar Transfersysteme, die wir nicht haben. Ja, das darf man nicht vergessen. Amerika hat sowohl Finanzausgleich von Washington in die Region, in die Bundesstaaten, als auch haben sie ein einheitliches Sozialsystem. Das heißt, die Arbeitslosenversicherung, die in Florida eingezahlt wird, und wenn Florida boomt und Illinois eine hohe Arbeitslosigkeit hat, dann werden die Arbeitslosen in Illinois alimentiert mit Geldern, die in den Boomstaaten auch eingezahlt werden. Das wäre so, als wenn wir in der Europäischen Union und in der Eurozone eine einheitliche Arbeitslosenversicherung haben. Die Deutschen sind relativ gut im Moment, muss ja nicht für alle Zeiten sagen, zahlen also ein, mehr als sie selber brauchen für ihre nationale Arbeitslosigkeit und der Differenzbetrag wird benutzt dann in Griechenland, Portugal etc. Ob wir da hinkommen, weiß ich nicht. Ich sage auch nicht, das ist der Idealstand. Ich sage nur, wenn wir vergleichen Eurozone mit USA, müssen wir sowas mit berücksichtigen. Ja, das ist das. So, jetzt komme ich zu Ihnen. Das sind Herrn Herzog. Vielleicht machen wir das Thema mit der Frage, wie sieht das Parlament aus, welche Mechanismen. Stellen wir mal ein bisschen zurück, da kommen wir mit Sicherheit noch drauf. Und da können wir das mit beantworten. Ja. Ja, wir stellen uns eigentlich zwei grundsätzliche Fragen. Die eine Frage ist, was ist zu tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der Südländer wiederherzustellen? Und die zweite Frage ist, wie ist mit den Tagessätzen der EZB umzugehen? Was kann gemacht werden, um diese Sachen wieder auszugleichen, die ja Dimensionen angenommen haben, die ein Vielfaches der Steuereinnahmen von der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile ausmachen? Wir fangen gleich mit der zweiten Gruppe an, diese sogenannte Tagessätze, die der Herr Sinn immer in den Vordergrund stellt. Das ist einfach eine ganz, ganz normale Reaktion, wenn Sie einen Währungsverbund haben und Gelder von einem oder Rechnungen vom einem Land ins andere bezahlen. Die Tagezahlen haben sich in letzter Zeit wiederum zum Positiven entwickelt, also aus der Sicht Deutschlands. Sie sind kleiner geworden. Sie waren schon mal bei, was weiß ich, 750 oder 800 Milliarden. Sie sind inzwischen wieder spürbar runtergekommen. Und Ziel ist natürlich, dass wir in unserem Wirtschaftsverhalten zwischen den Mitgliedstaaten auf eine Situation zusteuern, wo wir die 100% sein, wo wir halbwegs ausgeglichene Ströme haben. Dann relativiert sich das. Also ich würde das nicht überbewerten. Das ist eine temporäre Geschichte, die sich jetzt aber gerade wieder zum Besseren entwickelt. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Und zweite Frage. Ja. Was ist zu tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der Südländer wiederherzustellen?
Also ich glaube, da ist es auch sehr, sehr unterschiedlich zwischen Land zu Land und selbst in einem Land. Wenn ich mir ein Land vornehme wie Italien, dann muss ich sagen, die Industrie, gerade die mittelständische Industrie in Norditalien, ist durchaus wettbewerbsfähig. Die sind sogar auf dem internationalen, globalen Maßstab sehr leistungsstark, innovativ, gute Produkte, alles. Das Mezzogiorno ist, obwohl sie es seit 60 Jahren versuchen, nach wie vor ein Trauerspiel, wenn man es mal salopp ausdrückt. Und Länder wie Griechenland tun sich auch. Also, ich kann nur eins sagen, Europa generell, und das trifft für die Staaten auf Dauer auch zu, kann nur international, nur wettbewerbsfähig sein durch entsprechende innovative, attraktive Produkte, die wir bieten. Das heißt, wir können nicht hoffen, aufgrund von niedrigen Lohnkosten zu sinken. Das heißt, diese Länder müssen stark investieren in Bildung, Ausbildung, Erfindung, Innovation, moderne Technologien und dergleichen mehr. Sonst wird das schwierig sein. Und darüber hinaus müssen sie natürlich das Minimum haben, was ein Staat haben muss, um interessant als Investitionsstandort zu sein, vor allem für Auslandskapital. Und das fehlt natürlich in Griechenland. Griechenland hat nicht die Strukturen, die sie eigentlich brauchen, um als moderner Industrie- oder Wirtschaftsstandort in Betracht zu sein. Sie haben kein vernünftiges Katasterwesen, sie haben kein vernünftiges Steuersystem, sie haben keine transparente Entscheidungsfindung im Ministerium, sie haben immer noch ein viel zu hohes Ausmaß an Korruption. Solange sie das nicht wirklich in den Griff bekommen, sind sie nicht attraktiv als Investitionsstandort. Und wenn sie nicht attraktiv als Investitionsstandort sind, dann investiert weder ein Ausländer noch ein Inländer. Das ist eine Zusatzfrage. Ja, da hätte ich eine Zusatzfrage, die mich die ganze Zeit auch bewegt. Ich war jetzt vor kurzem in Paris, habe mir ein Buch gekauft, Gott sei Dank kann ich nicht gut Französisch, deshalb würde ich das Buch noch mehr aufregen. Ich schon schon aufregen, weil es war exemplarisch, es war nämlich, wer profitiert vom Kapital, wer profitiert vom Liberalismus? Mhm. Typisch französisches Buch, weil es einerseits doch im Grunde genommen das Problem, was auch mein Ernst anspricht, doch dokumentiert. Denn wir haben in Europa erhebliche Probleme, Demografie, wir haben mehr Probleme, Energieprobleme und wir haben vor allen Dingen ein Problem, wir haben ein politisches Problem. Denn wir verteufeln einerseits den Liberalismus und andererseits den Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist als eine Produktionsform der produktivste. Deswegen haben wir auch ein Produktivitätsproblem. Wir brauchen uns keine Hoffnung zu machen, wenn wir diese Form des politischen Denkens, was in Deutschland und in Europa ist, nämlich dieser Sozial- demokratische, sozialistische und antiliberale, wird Europa so schwächen, dass wir ein Problem kriegen. Ich sage dann ja immer, dass das zwischen Sarah Wagner und Dr. Reinhard Marx und mittlerweile Franziskus I. da ja eine einige Linie gibt, die dort im Grunde genommen immer sagt, dass der Kapitalismus, wir selbst als Partei der Marktwirtschaft, haben uns ja Schwierigkeiten, wenn wir sagen, kapitalistische Systeme sind gut. Kommen ja auch und sagen, der Manchester-Kapitalismus, der im Grunde genommen auch definiert werden muss. Aber das entscheidende Problem, ich glaube, Herr Klintz, da müssten wir daran arbeiten, dass es das Bewusstsein ist, dass der Liberalismus und der Kapitalismus die treibende Kraft zum Wohlstand sind. Und wenn wir das nicht hinkriegen, passiert das, was in der Randerscheinung heute der FAZ stand. Der Frankfurter Flughafen ist von 3 auf 4 Teil in der Istanbul. Das heißt, wir verlieren Stück für Stück an Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden gegen die 1,2 Milliarden Menschen von China und die Amerikaner, die meiner Meinung nach hochproduktiv sind, erhebliche Schwierigkeiten bekommen. Darf ich vielleicht das noch zuspitzen? Weil das nämlich auf einen Punkt kommt, den Sie auch in Ihrem Eingangsstatement gesagt haben. Stichwort soziale Marktwirtschaft. Mhm. Das Thema soziale Marktwirtschaft ist ja auch in der bundesrepublikanischen Diskussion immer mehr in Verruf geraten. Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass Menschen überhaupt gar nicht mehr glauben, dass das marktwirtschaftliche System eigentlich die treibende Kraft in diesem Lande ist und dass eigentlich die soziale Marktwirtschaft das Erfolgsmodell überhaupt nach dem Krieg war, die Bundesrepublik Deutschland zu dem Land zu machen, was sie jetzt in Europa ist. Sie haben gesagt, die soziale Marktwirtschaft ist als Wirtschaftssystem auch innerhalb der Europäischen Union festgeschrieben als sozusagen das dominierende Wirtschaftssystem. Dr. Piesold hat eine Beobachtung dargestellt, die durchaus nachvollziehbar ist. Wir sehen ja immer mehr Regulierungswut in allen Bereichen, in allen Ecken und Enden. Das Vertrauen in Kräfte des Marktes und der sozialen Aspekte, die werden immer weniger.
Jetzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Brauchen wir eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft? Und wie können wir dieses System der sozialen Marktwirtschaft auch als attraktives System für die Europäische Union und natürlich auch als eines der Sozialsysteme für die Europäische Union interessant machen und auch durchsetzen? Das sind ja wir als Liberale eigentlich diejenigen, die von Anfang an dieses System für ein vernünftiges Funktionieren eines Staates mit all den sozialen Aufgaben, die er zu erfüllen hat, entdeckt und auch propagiert haben. Also. Ja, also ich bin sehr dankbar für die Kommentierung und für die Beobachtung, die Sie mit uns teilen. Es stimmt natürlich, dass der Kapitalismus so ein bisschen Ogugu hat inzwischen. Ja? Aber das heißt ja nur, dass eigentlich kapitalistische Exzesse dazu geführt haben. Und die hat es gegeben. Das muss man eigentlich sagen. Es kann nicht sein, das haben wir im Finanzsektor gesehen, es kann nicht sein, dass tatsächlich die Banken in einer Art und Weise agieren, dass sie sich sehr kurzfristig nur noch zielorientiert verhalten, dass sie sich nach dem Motto verhalten, wenn es gut geht, habe ich einen dicken Bonus und wenn es schief geht, zahlt der Steuerzahler. Das hat natürlich zur Verunglückung des Systems geführt. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt so stark mit regulatorischen Maßnahmen befasst haben, um den Finanzsektor wieder zu stabilisieren und irgendwo auch auf eine Strecke zu bringen, die ganz klare Leitplanken hatten. Mehr ist ja Regularien und regulatorische Maßnahmen sind ja nichts anderes als Leitplanken, die sicherstellen sollen, dass man auf einem gewissen Wege nicht zu sehr. Das war, glaube ich, dringend nötig. Aber darf ich da noch eine Zwischenfrage? Weil die Finanzkrise war ausgelöst durch eine Häuserkredit-Situation in Amerika, die marktwirtschaftlich absurd war. Richtig, Die amerikanische Regierung hat damit Stimmen gekauft, im Grunde genommen, dass sie in der Regel Kredite vergeben konnte an Leute, die nicht mal Einkommen hatten. Dass das nicht funktioniert, aber das ist doch keine Krise des Kapitalismus, das ist eine Krise dessen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Marktwirtschaft nicht funktioniert. Aber langsam, wir müssen aber sagen, es war auch eine Krise, denn diejenigen, die diese Subprime synthetischen Finanzprodukte gekauft haben, auch bei uns gekauft haben. Sie haben sie gekauft, ohne groß eigentlich eine kritische Würdigung und Prüfung vorzunehmen. Sie haben sich angeschaut, was die Ratingagentur sagen, und wenn da AAA drauf stand oder AA+, haben sie gesagt, wunderbar, machen wir und die Rendite. Das ist ja, was ich meine. Die starke, rein kurzfristig orientierte und nur renditeorientierte Vorgehensweise war halt eine Schwäche und wenn der eine das gemacht hat, hat es der andere auch gemacht und so haben wir eine sich selbst verstärkende Prophezeiung gehabt, die dann schlussendlich eben in die Krise geführt hat. Das heißt nicht, da bin ich voll bei Ihnen, dass nicht das kapitalistische System, wenn es um Produktivität, um Fertigung und so weiter geht, um Bildung von Wertschöpfungsketten geht, nicht das ausschließlich das Einzige ist im Grunde. Und die Chinesen sind ja nun politisch, sind sie, was wir alle wissen, sind nahezu Kommunisten, aber im Wirtschaften, ja, aber in Vietnam genauso. Aber im Wirtschaften sind sie bessere Kapitalisten, wenn ich das mal neutral betrachte, den Begriff, als wir inzwischen. So. Das ist unstreitig. Also wir müssen im Prinzip Folgendes machen, gerade wir Liberale. Wir müssen uns strikt dagegen verwahren, dass die Krise ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass liberale Wirtschaftsideen sich als nicht erfolgreich erwiesen. Das ist falsch. Und uns immer mit dem Schmähbegriff, ist ja leider einer geworden, als Neoliberale zu bezeichnen, ist auch falsch. Denn wenn man sich anschaut, wer nach dem Krieg als Neoliberal galt, dann sind das sehr ehrenwerte Männer gewesen und vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, die im Prinzip die Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir eben nicht die Exzesse angehen müssen. Und das versuchen wir. Und insofern sind wir, Herr Noll, mit den regulatorischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, zwar auf der einen Seite einengen dabei, aber in gewisser Weise auch stabilisieren. Ich selber habe den Kommissar Michel Barnier vor 2 Jahren gebeten, doch mal eine Folgenabschätzung vorzunehmen, des kumulativen Effektes dieser Sachen. Wir haben über 40 einzelne Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Jedes einzelne lässt sich verteidigen. Manche leichter und besser als andere, zugegeben.
Und in vielen war ich zum Teil anderer Meinung. Ich war nie der Meinung, dass zum Beispiel die Politik sich in die Gehaltsfindung von Vorständen oder so einmischen muss. Das müssen Aufsichtsräte, Personalausschüsse und die Hauptversammlung, die Aktionäre machen. Aber gut, das ist ja halt auch gewesen. Aber ich glaube, dass der kumulative Effekt möglicherweise schon ein bisschen was Negatives hat. Das wäre schon zu sehr einengend. Aber das festzustellen ist schwierig. Jedenfalls hat der Barnier trotz guten Willens bisher keine Chance gehabt, mir da eine kleine Antwort zu geben. So, jetzt es ist so. Sind wir jetzt da? Ja, wir können das jetzt anschließen. Nochmal zum Thema. Ich wollte quasi auf einen Aspekt beleuchten. Ich denke, es ist halt auch immer sehr stark in der Wahrnehmung der Bürger verhaftet, ob man ein System als positiv oder negativ wahrnimmt und definiert. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass 1998 eine Untersuchung, ich glaube von der Friedrich-Naumann-Stiftung, gab, was verbinden Sie mit dem Begriff Sozialismus oder sozialistisch? Ist das positiv oder negativ besetzt? 1998 haben zahlreiche Leute in den neuen Bundesländern, die Mehrheit, über 60%, den Sozialismus als etwas Positives empfunden. Acht Jahre zuvor als etwas Negatives, 1990, als dieses System vor unseren Augen zusammengebrochen ist. Und ich denke mal, durch diese Bankenkrise, die vor einigen Jahren stattgefunden hat und wo durchaus auch solche Dinge geschehen sind, wie Sie eben berichtet haben, wird momentan das System Kapitalismus als negativ wahrgenommen, weil sich der Bürger überhaupt nicht in allen Facetten damit auseinandersetzt. Dagegen anzugehen, gegen diesen Mainstream, das ist natürlich sehr schwer. Diese Wahrnehmung ist meines Erachtens auch schlichtweg falsch, aber es ist nun mal ein Stück weit bei einigen Schichten der Mainstream. So. Wir haben hier noch eine Frage, die Frau Obermann. Achso, ja. Okay, dann machen wir so. Herr Kessel, Frau Bohmann und Frau Kranich. Das sind ja auch unternehmerische Fehler gewesen. Ich bin der Meinung, dass kleine Einheiten leistungsstärker sind als große. Es ist immer noch ein Fusionswahn unterwegs, dass man zum Beispiel sich mit jemand anderem fusionieren muss, um größer zu werden, um sich am Markt besser verkaufen zu können. Als meine Volksbank offenbar fusioniert hat mit einer anderen Volksbank, habe ich sie mal gefragt, warum macht ihr das denn? Die Renditen fallen doch. Man sieht doch eindeutig, dass es schlechter wird, nicht besser. Ja, vorher war es besser. Warum fusioniert? Wir wollen uns international behaupten. Und zehn Jahre später war die Finanzkrise da. Warum muss sich eine Volksbank, die im Landkreis tätig ist, international behaupten? Ist doch auf diesem Markt gar nicht tätig, außer bei Überweisungen. Also das wundert mich. In der Regel ist es so, ich kenne ein paar Fälle, wo sich Sparkassen zusammengeschlossen haben und auch Volksbanken, das war in der Regel so, weil eine der Partner in Schwierigkeiten gegangen ist. Und um sich zu berappeln, haben sie halt nicht um stark und schon gar nicht international aufzutreten, sondern um zu vermeiden, dass ein Institut tatsächlich den Bach runtergeht und die Türen zuschließt, hat man, das ist diese institutionelle Sicherung, das institutionelle Sicherungssystem, was die Sparkassen und Volksbanken haben, dann schließen sie halt zusammen. Das war der einzige Grund, das hat er wahrscheinlich nicht deutlich sagen wollen. Aber die fünf Mal. Ja, das ist richtig gute Sache. Ja, richtig. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ich wollte mal anmerken, also wenn es hier um Finanzkrise geht, wird ja meistens alles auf diese, auch mal die Immobilien, ja. Das Immobilienproblem und Banken geschoben wird, es ist ja nicht so. Es war ja vorher schon eine Überschuldung aller Länder da. Ja? Die Regierung oder sagen wir mal, die Länder hatten sich so überschuldet, dass so eine Krise dazu führen musste, wenn sie denn die Banken mit Finanzen unterstützen, ja? Dass sich dann sie ihr Land. Die waren vorher nicht so verschuldet. Spanien noch nicht. Ja, aber sie hatten auch schon einen riesen Schuldenberg. Und England, also Großbritannien, muss ich dazu sagen, wird ja nie erwähnt. Wird nie erwähnt. Die haben fast die gleiche Überschuldung wie Griechenland. Nein, so viel nicht. Aber ja, Deutschland. Das wird nie erwähnt. Weil sie eben, ja, sie sind produktiver, aber es ist so gut, dass die Finanzkrise nicht allein auf den Banken. Also ich glaube hier, damit wir da ein klares Verständnis haben, wir sprechen eigentlich inzwischen von zwei Krisen. Wenn wir von der globalen Finanzkrise sprechen, dann meinen wir das, was in Amerika seinen Ursprung hat, letzten Endes politisch bedingt,
Und was dann rüberschwappte, weil die Banken, die dort dieses Geld, die Hypotheken vergeben haben, haben diese Forderungen in synthetische Finanzprodukte verpackt und haben sie dann im Globus verkauft mit einer ansprechenden Verzinsung, und das hat halt dazu geführt. Und das Zweite ist in der Tat das, was die Schuldenkrise der Staaten ist, was häufig als Eurokrise bezeichnet wird, obwohl es eigentlich keine Euro, sondern eine Schuldenkrise ist. Da haben Sie völlig recht. Die zwei müssen wir aber auseinanderhalten. Die miteinander verbunden sind, denn wenn ich die Zinsstelle und die Landesbanken und alle möglichen und die Commerzbank unterstütze mit Steuermitteln, und zwar in solchen ähnlichen Summen, das kann ich ja nur, wenn ich Ja, das haben wir gesehen. Deutschland war bei rund 68% der Wirtschaftsleistung in Schulden. Das 60 ist die Maastricht-Grenze. Und als dann die globale Finanzkrise schlug und die deutschen Banken Stütze brauchten, sind wir ruckzuck auf 90 hochgeschossen. Das ist richtig. So, jetzt haben wir hier noch eine Frage. Ja, danke schön. Ich habe mit Interesse die Diskussion um den Begriff soziale Marktwirtschaft verfolgt. Der Begriff sozial stört mich dabei erheblich. Wir glorifizieren diese soziale Marktwirtschaft, aber letztendlich hat sie nach meinen Erfahrungen und nach meinen Kenntnissen, ich komme ursprünglich aus dem Lebensmittelgroßhandel, bin zum Schluss in der großen Duftindustrie gelandet, hat sie zumindest das geschafft, dass unternehmerisches Interesse in Deutschland auf den geringen Punkt gefahren worden ist, dass Deutschland als Produktionsstandort nicht mehr wahrgenommen wird und auch nicht mehr genutzt wird. Und dass ich für mich persönlich nach diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, doch Angst habe, dass irgendwann es mit Deutschland so weit ist, dass wir ausbluten und dass wir dann da landen, wo wie diese Länder, die jetzt keine Kraft mehr haben, dass wir irgendwann da landen. Und das ist meine persönliche Angst. Und deswegen finde ich, das Sozial, was da so ausgelobt wird oder wurde, ist überhaupt nicht hinnehmbar und nicht spürbar. Können Sie dazu was sagen? Ja, also ich glaube, wir haben hier das Problem, dass sozial von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich interpretiert wird. Zunächst mal haben Sie recht, und das ist vorhin ja schon gesagt worden, der Begriff, auch das, wofür wir stehen, Freiheit ist heute nicht mehr ganz oben. Wir haben die sogenannte soziale Gerechtigkeit, das ist jetzt ganz weit oben. Ja, und das ist ja der Begriff sozial auch drin. Wenn wir Berichte sehen, wie in anderen Ländern die Leute bereit sind, den ganzen Tag lang in glühender Hitze anzustehen, bis sie ihre Stimme bei der Wahl abgeben dürfen. Ja, weil sie sagen, jetzt bin ich frei, jetzt habe ich das Recht eines freien Bürgers auf demokratisch mitzubestimmen, wer regiert. Oder wie wir gesehen haben, wie die auf dem Maidan demonstrieren und so weiter. Für uns ist das auch wiederum so selbstverständlich, dass es nicht mehr zählt. Deswegen jetzt ist ganz groß soziale Gerechtigkeit, die für viele nichts anderes bedeutet als Gleichmacherei. Das wollen wir nicht als deutsche Liberale, ist das nicht unser Zielvorstellung. So wie das Wort sozial ursprünglich bei Erhard oder auch Odegaard Lambsdorff verstanden wurde, heißt das sozial nur, sozial ist, was jedem die Chance gibt, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten optimal zu verwirklichen. Und diese Voraussetzungen müssen wir schaffen. Das ist sozial. Genau wie sozial ist, dass ich allen Leuten eine Chance gebe, in Lohn und Brot zu kommen. Aber das heißt nicht, dass alle das gleiche Geld verdienen müssen oder dass alle gleichen Aufstieg haben müssen. Das ist leider pervertiert worden. Da haben Sie schon recht. Die Entwicklung ist dahin gegangen, dass soziale Marktwirtschaft heißt, also quasi, der wird erwirtschaftet und dann wird sie gleichmäßig verteilt, sozusagen. Das ist sozial. Das ist aber nicht die ursprüngliche Sinnesbedeutung. Aber da möchte ich mich gerne der Aussage dieses Herrn da hinten anschließen. Wenn es doch nur möglich ist, über Fusionen zu expandieren und Umsätze zu schaffen und eine Fusion die andere einschließt und dann praktisch den Kuchen nur unter gewissen großen Filialisten oder Konzernen verteilt, dann kann das doch keine soziale Chance für jeden sein. Aber ich würde sagen, gerade aus deutscher Sicht haben wir da nicht den Grund, so zu jammern wie anderen. Wir haben das eben ein dreigliedriges Bankensystem. Immer noch, trotz Fusionen zwischen Volksbank und Sparkassen. Wir haben immer noch hunderte von Volksbanken und Sparkassen. Wir haben dann noch, und dann den privaten Bankensektor. Andere Länder haben das nicht. Wenn Sie nach Spanien gehen, das ist jetzt sehr viel fusionierter, Großbritannien auch, da müssen wir über 50, 60 Kilometer reisen in Großbritannien, bis Sie wieder an Geldautomaten kommen. Wir haben einen Mittelstand, der Tausende von selbstständigen Unternehmen zählt, der in der ganzen Welt
mit Respekt, aber auch mit Neid betrachtet wird. Also ich bin nicht sicher, ob wir das so sagen können, dass wir immer nur Fusion sehen. Wir sehen auch Abspaltungen und wieder Keimzellen, die durch diese Abspaltung geschaffen werden. Nee, gibt es auch. In Ihrem Geschäft, wo Sie früher tätig waren, Lebensmittelhandel, da sehen wir natürlich eine gewisse Filialisierung, der kleine Emmerladen verschwindet. Ich habe aber gerade neulich, war ich irgendwo, weiß gar nicht mehr, wo das war, da haben sie mir erzählt, das machen wir ja immer kleine Emmerläden wieder auf. Weil die Versorgung also, nicht mehr stimmt. Ja. Ja. Genau. So, jetzt haben wir noch eine Frage von Dr. Pieson, dann nochmal noch den Zettel und dann müssen wir sagen, wir wechseln das Thema. Dann gehen wir zu dem Thema. Einen Cut und kommen dann mal auf das Thema, wie institutionalisiert sich Europa. Ich wollte nochmal auf die Sprache der Gerechtigkeit eingehen, weil Sie das mehrfach angesprochen haben. Ich glaube, wir haben in Europa eine Tendenz von vollkommener Ungerechtigkeit. Aber nicht so, wie das gemeint ist, denn die Gerechtigkeitsfanatiker, insbesondere bei den Sozialdemokraten, aber auch bei den Christdemokraten, machen eine Umverteilung, indem man in einer siechenden, eventuell schleichend siechenden Volkswirtschaft seinen Besitzstand dahingehend, sagen wir mal, sichert, indem die ältere Generation Schulden aufbaut, um die neueren Generationen, die dieses nicht mehr tragen können, werden das sagen. Wir haben ja häufig in Volkswirtschaften wie Japan, die überaltert sind, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, einen hohen Schuldenstand in den öffentlichen Kassen, der dann im Grunde genommen nicht zurückbezahlt wird. Denn das, was hier abläuft, ist im Grunde genommen eine schreiende Ungerechtigkeit gegenüber den kommenden Generationen. Und keine Partei sagt das, ganz im Gegenteil. Die Parteien, die das machen, die Partei der Frau Nahles und der Frau Merkel, die werden gewählt im Grunde genommen, weil die Generation, die jetzt im politischen Macht besitzt, das die Möglichkeit hat, Gelder auszugeben, die die kommenden Generationen dann stark belastet wird. Also wenn Sie sagen, keine Partei sagt es, ich glaube, die FDP sagt das schon. Genau. Aber vielleicht sagt es, sie wird halt leider nicht mehr so gehört und so kommentiert und publiziert, wie das früher der Fall war, als wir noch im Bundestag saßen. Du hast ja völlig recht. Es ist auch die Belastung der zukünftigen Generationen wird ja auch bei vielen Statistiken ausgeblendet. Wenn Sie zum Beispiel jetzt die Schulden, den Schuldenstand nehmen, dann stehen wir im Moment mit rund 78% nicht glorreich, aber besser da als viele andere. Ja, nicht so gut wie Estland und so, aber besser als Großbritannien, Italien, Griechenland, Frankreich und so. Der Raffelhüsen, Professor in Freiburg, der hat mal Untersuchung gemacht und er sagt, wir dürfen nicht nur die expliziten Schulden nehmen, also das, was als Verbindlichkeit schon in den Büchern steht, sondern wir müssen so wie im Unternehmen auch die impliziten Verpflichtungen nehmen, sprich die ganzen Pensionsrückstellungen, die Pensionsverpflichtungen. Und wenn man die einbezieht, und das wird bei uns in den nächsten Jahren sehr schlagen werden, weil dann eine große Anzahl auch von dem öffentlichen Dienstbeschäftigten in Ruhestand gehen wird. Und dann werden diese Pensionen fällig. Für diese Pensionen würde im Unternehmen eine Rückstellung gebildet, die in der Bilanz sich niederschlägt. Im Bundeshaushalt wird das einfach nach der Kameralistik bezahlt, wenn es fällig ist, aber vorher wird keine Rückstellung gebildet, geschweige denn, dass es finanziell dotiert ist, dass also quasi eine Finanzreserve da ist. Wenn wir diese impliziten Schulden dazu rechnen, dann steht Deutschland gar nicht mehr toll da. Dann sind wir von den 28 Mitgliedstaaten irgendwo im Mittelfeld. Und Italien, man höre und staune, ist deutlich besser als wir. Ja. So, jetzt gab es noch eine Frage zu diesem Themenkomplex. Und dann schlagen wir vor, verändern das Thema. Es wäre notwendig, dass die Hürden für das kleine Unternehmertum zu verringern. Ich habe jetzt von einem 60-jährigen Metallbaumeister erzählt bekommen, er kann jetzt die Kosten für die neue Zertifizierung nicht aufbringen und muss sich deshalb mit einem anderen Unternehmen zusammentun. Das verhindert aber auch, dass vielleicht junge Neueinsteiger es ganz lassen. Das gefühlt, also in meinem Umfeld ist eigentlich das gefühlte Unternehmertum der Unternehmer, die 1 bis 10 Beschäftigte haben, eher geschrumpft als gestiegen. Ja, also da spreche ich den bunten Punkt an, den möchte ich gar nicht schön reden. In der Tat glaube ich, dass auch zu einer Reform und Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft es gehört, ein Klima zu schaffen, was eine Art neue Gründerwelle quasi erleichtert oder begünstigt. Das bräuchten wir.
Das würde nämlich auch Wachstum symbolisieren. Aber das ist ja politisch geschafft. Ja, ja, natürlich. Das Zertifizierung nach Papier prüfen. Ja, nach Proportionalität würde ich da gehen. Ich glaube, für viele Großunternehmen ist das durchaus nötig und sinnvoll. Aber für den Kleinen, alles was der Große machen muss, muss ich unbedingt den Kleinen aus. Wie bei der Rechnungslegung. Wir haben die internationalen Financial Reporting, also Finanzberichterstattungsregeln für die großen börsennotierten Unternehmen. Aber der Kleine muss das nicht machen. Er muss was anderes. Er muss andere Basis nehmen. So, jetzt kommen wir hier zu. Aber jetzt kommen wir genau zu dem Thema. Ich will es mal kurz umreißen. Auf der einen Seite, das Empfinden vieler Leute, Europa überströmt uns mit Bürokratie. Mhm. Auf der anderen Seite das, was Sie vorhin berichtet haben. Wir haben ein Parlament, das gewählt wird durch eine direkte Wahl. Andererseits setzen sich die Regierungschefs zusammen und machen auf gemeinsamer Ebene durch bilaterale Verträge Vereinbarungen aus, die überhaupt nicht durch das Europäische Parlament legitimiert werden. Und Sie haben ja erzählt, dass sich allmählich bei dem einen oder anderen ein gewisser Charme dafür entwickelt, auf diese Art und Weise demokratische Legitimierung zu übergehen. Jetzt, in der Situation, in der wir nun sind, eine Wahl zum Europäischen Parlament, wo durchaus europakritische Parteien in allen europäischen Ländern sich auf den Weg machen, in das Europäische Parlament einzuziehen. Wohin geht Europa? Brauchen wir mehr parlamentarischen Einfluss? Welchen Einfluss dürfen Regierungschefs am Ende noch spielen, wenn es um Themen geht, die allein auf europäischer Ebene entschieden werden sollen? Ist der Weg eher hin zu einem Zentralstaat Europa oder eher zu einem Europa der Region? Wie viele Kompetenzen behalten denn die Länder noch für sich? Muss denn alles in Europa geregelt werden? Welche Rolle spielen denn auch kleinere Parteien jetzt nach dem aktuellen Wegfall der 3%-Hürde, die sich nirgendwo eingebettet fühlen in ein, sagen wir mal, europaweites Parteiengefüge? Welche Rolle spielen? Führt es zur Zersplitterung, zur Entscheidungslosigkeit oder wohin steuert Europa? Also lassen Sie mich am Anfang sagen, ich war und bin ein Anhänger der 5% Sperrklausel. Als ich 2004 antrat, waren als erste Mal antrat, waren wir die FDP, 10 Jahre lang nicht vertreten in Brüssel, weil wir zweimal, 94 und 99, die 5% nicht haben überspringen können. Das hat mich nie irritiert, sondern das habe ich als Herausforderung gefunden. Und ich glaube, auch dieses Mal würden wir nicht schlechter fahren, vielleicht sogar besser, wenn es die 5%-Klausel gäbe, weil das unsere Leute irgendwie auch mobilisiert. Also sagen, Mensch, wir sind so dicht davor, komm, die letzten 10, 20 Zentimeter oder Prozente schaffen wir auch noch. Denn jetzt, wo es null Barriere gibt, weiß man, man ist in jedem Fall vertreten. Man fragt sich nur, wie stark. Und ich habe es ja vorhin angedeutet, wir sind ja stark nur als Teil einer funktionsmäßig effizient arbeitenden und von einer gewissen Größe, mit einer gewissen Größe ausgestatteten Fraktion. So, was passiert jetzt? Was werden wir sehen? Es gibt ja alle möglichen Spekulationen und die reichen davon, dass es mindestens 80 europakritische Abgeordneten geben wird. Wir sind insgesamt 751, bis hin zu 150, habe ich auch schon gehört. Das wären also fast 20%. Fest steht Folgendes, wir werden in vielen Ländern sehr starke Europa- und auch eurokritische Parteien haben, vertreten haben, sehr starke. Großbritannien, die sogenannten UKIPs, UK, also United Kingdom, Vereinigtes Königreich, Independence, die sind schon im Parlament vertreten. Wir haben eine eigene Fraktion mit Leuten, die ihresgleichen, die sind also in der Fraktion, aber sind trotzdem völlig entscheidungsunfähig, weil sie klein sind. Die haben, glaube ich, 34 Mitglieder von 750. Also es ist relativ unbedeutend. Aber der Nigel Farage, das ist ein Brite, deutsche Frau nebenbei gesagt, der für das unabhängige Königreich dort eintritt, der hat nur ein Ziel, Europa von innen heraus gegen die Wand fahren zu lassen. Das ist sein Ziel und das ist seiner Verbündete. Die UK Independence werden in Großbritannien geschätzt im Moment als zweitstärkste Kraft bei dieser Europawahl. Nach Labour. Labour ist im Moment vorne, dann kämen die UKIP und dann käme erst die regierende konservative Partei, die Tories von Herrn Cameron. Die UKIP sind in Westminster, also im Parlament in London, nicht vertreten, weil bei der Wahl für das Parlament haben die ja
das Wahlrecht nach Proportionalität, also repräsentativ, sondern nach Wahlkreis. Das heißt, der den Wahlkreis gewinnt, der die meisten Stimmen im Wahlkreis hat, der zieht ins Parlament ein. Und die anderen Stimmen sind total verloren. Das kennen wir ja nicht. Wir haben ja erst und zwei Stimmen. Die anderen Stimmen sind total verloren. Und deswegen, bisher hat UKIP es nie geschafft, bei einer Wahl fürs Londoner Parlament einen Wahlkreis zu gewinnen. Die Europawahl findet aber auch in Großbritannien nach einem anderen Modus statt. Und da hat er Chancen und wird eben, so wie es jetzt aussieht, zweistärkste Partei. Der Front National, die Partei von Le Pen, Vater und Tochter, Marine die Tochter, wird in Frankreich auch als Nummer zwei im Moment gesehen, also nach UMP, vor den so größer als die Sozialisten. Die FPÖ in Österreich, die ursprüngliche Partei von Herrn Haider, Sie erinnern sich, Jörg Haider, der dann noch eine andere Partei gegründet hat, die BZÖ, Bewegung für die Zukunft Österreichs, die FPÖ wird auch zweitstärkste werden. Die wahren Finnen in Finnland sind jetzt bei 17 und man rechnet, dass sie bis auf 20% gehen. Das sind also auch ein Fünftel. Dann gibt es die Dänische Volkspartei, dann gibt es noch die PVV, Geert Wilders in Niederlande, auch 20% plus. Also Sie sehen, eine ganze Menge europakritischer Parteien werden einziehen, ist klar. Ob die dann 80 Abgeordnete haben oder 100 oder 120, weiß ich nicht. Versteht eins, sie werden natürlich Einfluss, dass die Diskussion und die vielleicht auch das Klima im Parlament etwas verändern. Ob sie maßgeblich die Entscheidungsfindung verändern, wage ich im Moment noch zu bezweifeln, weil ich nicht glaube, dass die eine schlagkräftige Fraktion auf die Beine stellen. Die sind sich nämlich in einem einig, dass sie was ablehnen. Sie sind aber im Übrigen starke Nationalisten. Und weil sie so nationalistisch sind, können sie sich nicht zusammenschließen, weil die haben sofort, bei Fachfragen, sofort sie aufeinanderstoßen. Da sind sie gegeneinander. Der UKIP gegen Frankreich, Frankreich gegen Niederlande, gegen Finnland, die sind da gegeneinander. Und solange sie nicht eine wirklich schlagkräftige, funktionsfähige Fraktion haben, sehe ich nichts. Sie werden die Diskussion erweitern, vielleicht auch zum Teil bereichern, zum Teil auch im sarkastischen Sinne bereichern. Aber ob sie wirklich das Verhalten, die Entscheidung erschweren, weiß ich nicht. Eins steht fest, wenn sie zu groß werden, dann kann es in der Tat sein, dass das, was uns bisher ausgezeichnet, dass wir als liberale Fraktion gewissermaßen die Mehrheitsmeinung beeinflussen konnten, indem wir entweder mit der Volkspartei, sprich den Christdemokraten, oder mit den Sozialdemokraten und Grünen gegangen sind. Und das war ja themenabhängig. In Wirtschaftsfragen, Finanzfragen waren wir mehr mit der Volkspartei, in Fragen der Bürgerrechte, des Datenschutzes, so sind wir mehr mit den Grünen und Sozialdemokraten zusammengewiesen. Es könnte sein, wenn diese Gegner zu stark werden, dass das nicht mehr funktioniert. Das wäre schade, denn dann würde sich zwangsläufig eine Tendenz hin zu einer großen Koalition entwickeln. Dann würden quasi die Volkspartei mit den Sozialdemokraten mehr zusammenarbeiten, das was wir jetzt in Berlin sehen und in manchen anderen Regionen. Das wäre dann für uns nicht positiv. Das Risiko ist nicht ganz auszuschließen. Und wohin steuert Europa Kompetenzen? Also die Frage, wie weit wird sich die Kompetenz des Europäischen Parlaments in Zukunft weiter erhöhen? Wie weit bleiben die Einflüsse der Länderregierungen so weit erhalten? In welcher Weise wird sich das wandeln? Also wir würden ja gerne als Parlament auch das haben, was jedes andere Parlament hat, nämlich das Initiativrecht, dass wir also Gesetzesvorhaben einbringen können. Das macht im Moment ja die Kommission. Wir können zwar einen Initiativbericht vorlegen, darauf muss die Kommission mit einem legislativen Vorschlag antworten, wenn nicht, dann muss sie sehr gute Gründe haben. Aber das ist nur ein Umweg, ein indirekter Weg. Wenn man es genau betrachtet, muss man allerdings sagen, in Berlin werden Gesetzesvorlagen auch von den Abgeordneten eingebracht, die gleichzeitig in der Regierung sind. Und das ist bei uns de facto die Kommission. Also es ist nicht so total unterschiedlich. Aber doch immerhin, wir würden auch gerne die Möglichkeit haben, selber als Parlament über unseren Sitz zu bestimmen. Der Bundestag hat seinerzeit entschieden, er verlegt den Sitz von Bonn nach Berlin und damit war die Sache erledigt. Bundesrat Dito. Wir können das nicht. Unser Sitz ist offiziell de jure Straßburg, de facto ist er Brüssel, weil wir nur 4 Tage im Monat in Straßburg sind. Aber selbst die würden wir gerne
bekam, das geht im Moment nicht. Dann muss Frankreich zustimmen und bisher weigert sich die französische Regierung, das auch nur erwähnen zu ziehen. Das ist genau das. Was unsere Rechte betrifft, die sind so schlecht ja nicht, seit wir den Vertrag von Lissabon haben. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten 5 Jahren, wäre es gut, wenn wir das schaffen, einen Schritt weiter gehen müssen. Wir müssen auch die Arbeit der Europäischen Union auf eine neue vertragliche Grundlage stellen. Das wird ja gelegentlich angesprochen. Schäuble sagt ja, da braucht man eine Vertragsänderung. Die Kanzlerin sagt, wir brauchen eine Vertragsänderung. Wir wissen aber gleichzeitig, dass Vertragsänderungen immer so etwas wie die Büchse der Pandora sind. Wenn sie das aufmachen, wissen sie nicht, ob sie es vielleicht wieder zukriegen. Und ob, wenn sie es zukriegen, tatsächlich mindestens das drin ist, was vorher drin war. Oder ob dann nicht sogar manches rausgekommen ist. Denn eine Vertragsänderung erfordert in manchen Ländern Volksabstimmung. Und wir wissen, alle Volksabstimmungen sind nicht so leicht zu bewerkstelligen, wie man das oft glaubt. Vielfach wissen die daran teilnehmen, gar nicht genau, worüber sie abstimmen. Und oft kann es auch, die Gefahr besteht zumindest, missbraucht werden von Ländern, die eine Volksabstimmung durchführen müssen, um gewissermaßen sich die Zustimmung ihres Volkes durch die ein oder andere Wohltat der anderen Mitglieder erleichtern zu lassen. Das wollen wir auch vermeiden. Also ich möchte nicht, dass ein Land kommt und sagt, ja, bei uns eng, aber wir werden alles versuchen. Es wäre natürlich sehr viel leichter, wenn ihr uns noch da oder dort eine Konzession macht. Ja, zusätzliche Leistungen oder Budgetreduktion oder was weiß ich. Da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube schon, dass wir nicht drum herum kommen werden, grundsätzlich, ob das jetzt in den nächsten 5 Jahren ist oder in den nächsten 10 Jahren, das wird die Zukunft zeigen, den Vertrag auf eine neue Basis zu stellen. Da müssen dann eben auch Fragen geklärt werden, wie sieht es aus, kann das Europaparlament auch bei Fragen der Außenpolitik mitreden und wie können wir sicherstellen, dass Europa überhaupt eine einheitliche Außenpolitik hat, haben wir ja nicht im Moment. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, kurz zu sprechen. Wie können wir das ändern? Da müssen wir ran, wir müssen dann auch den etwas wie den ESM, der bilateral ausgehandelt worden ist, der europäische Stabilitätsmechanismus, der muss verankert werden im europäischen Vertragssystem. Das kann man nicht so stehen lassen. Fiskalpakt muss auch Teil werden des Vertragssystems, nicht nur ein Teil der vom bilateralen Abmachung. Also, da ist noch einiges zu tun, aber man muss eins sagen, Europa ist ja in den 60 Jahren immer weiterentwickelt worden nach dem Motto 2 Schritte nach vorne, ein halber Schritt zurück, ja, oder mitunter auch Stand. Und ich kann mich gut erinnern, in den 60er Jahren, da war ich noch Student, da haben wir ein Jahr lang die Politik des leeren Stuhls gehabt. Da war der Wohler dann gesagt, ich nehme an keiner Sitzung teil, fertig. Französischer Stuhl war immer leer. Und damals musste man alles einstimmig beschließen. Insofern war völlig klar, dass gar nichts beschlossen wurde. Das ist eine politische Union. Also, momentan haben wir ja viele Unionen. Wir haben eine Währungsunion, wir haben eine Schuldenunion, wir wollen eine Bankenunion, aber außenpolitisch haben Sie ja schon gesagt, sind wir noch nicht wirklich eine Union. Also ich glaube, dass wir in der Eurozone eine Vertiefung der Integration sehen werden in den nächsten Jahren. Peu à peu, es wird immer weitergehen, dann werden wir vielleicht eines Tages auch so etwas haben wie eine Art europäisch, ich würde es jetzt nicht sagen Finanzminister, also Eurozone, aber so eine Art Eurozone-Treasury in gewisser Weise, die versucht da koordinierend tätig zu sein. Ich persönlich glaube nicht, dass wir alle, die wir hier sitzen, und da schließe ich die Jungen mit ein, bei mir ist eh klar, aber ich schließe auch die Jungen mit ein, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa erleben. Das glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wünschenswert ist. Wir sind allerdings die einzige Partei, die das ja als Ziel im Programm hat. Selbst die Grünen haben es nicht als Ziel. Sozusagen haben wir noch nicht. Wir sind die Einzigen. Ich halte das im Moment für vielleicht ein sehr, sehr langfristig anzustrebendes Ziel, aber das muss nicht sein. Die Bürger wollen es im Moment nicht. Wir brauchen eine Union, die flexibel ist, die in manchen Bereichen stark Union ist und in anderen Bereichen wirklich die Vielfalt der Beteiligten hat, und ich möchte keine Vereinigten Staaten, die im Endstadium dazu führt, dass Europa so einheitlich wird wie die USA. Ich meine, unsere Vielfalt, kulturelle, historische Vielfalt müssen wir halten. Das ist ein großer Reichtum. Ich möchte nicht, dass Rom genauso aussieht wie Stockholm in 100 Jahren. Oder so. Also die haben überhaupt nicht alles aus wie Los Angeles. Naja, aber die Vorstände sind alle gleich. Aber Stichwort Außenpolitik. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Wir erleben ja unmittelbar vor den Grenzen Europas inzwischen eine sehr prekäre Situation, Stichwort Ukraine. Inwieweit
führt es, so makaber es klingen mag, dazu, dass die europäischen Länder in der Europäischen Union mehr mit einer Stimme reden? Wie weit führt es dazu, dass sich in diesen Fragen der Außenpolitik ein mehr an Einheitshandeln entwickelt? Wir haben es ja noch ein bisschen kürzer Vergangenheit gesehen, Stichwort Nordafrika, dass die europäischen Staaten durchaus unterschiedliche Standpunkte eingenommen haben zu der Entwicklung dort. Jetzt vor unserer Haustür die Entwicklungen in der Ukraine. Wie sehen Sie das? Also ich sehe eigentlich in der Sachfrage der Ukraine, dass Deutschland eine gewisse Rolle spielt, auch gewissermaßen stellvertretend für die EU. Also die Kanzlerin ist, glaube ich, relativ aktiv, telefonisch. Steinmeier ist sogar physisch durch Ortswechsel sehr stark eingeschränkt. Ja, durchaus positiv, glaube ich. Die versuchen sich da zu engagieren. Dass die EU noch nicht wirklich schlagkräftig mit einer Stimme spricht, sieht man auch daran, dass die Amerikaner ja mindestens so aktiv sind. Und eigentlich ist das vor unserer Haustür. Man muss sich das mal vorstellen, wenn in Mexiko jetzt irgendwas wäre. Stellen Sie sich mal vor, wenn plötzlich Europäer in Mexiko aktiv und würden sagen, wir müssen hier für auch Recht und Ordnung sorgen. Ich möchte mal die Reaktion der Amerikaner sehen. Also, wir sind glaube ich, da heute einen Schritt weiter, als wir zum Beispiel in Wien. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Die hohe Vertreterin, wie sie ja offiziell heißt, weil die Briten haben sich ja gegen den Titel Außenministerin gewehrt, ist nicht so schlagkräftig und durchsetzungsstark, wie sie sein sollte, sage ich mal. Sie ist immerhin von Berufssozialarbeiterin. Ja gut, das hat damit nichts zu tun. Ja, es liegt an der Person. Aber es liegt auch an der Umstände. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben gerade, was die Außenpolitik betrifft, unter den 28 Mitgliedstaaten manche, die sich deutlich höher und wichtiger vorkommen als andere. Wir haben immerhin zwei Mitgliedstaaten, die einen permanenten Sitz im UNO-Sicherheitsrat mit Vetorecht haben. Das können wir nicht wegklammern. Und ein Großbritannien fühlt sich in der Außenpolitik noch relativ souverän und sagt, ich bestimme in New York im Sicherheitsrat mit Vetorecht mit. Ich habe ganz andere Einfluss. Die sind nicht bereit. Ich habe im Rahmen der deutsch-britischen Gesellschaft Königswinter zigmal mit Abgeordneten aus London diskutiert, in Berlin und in Cambridge und so weiter. Die sehen gar nicht die Notwendigkeit wirklich einer europäischen Außenpolitik. Die sagen, wir können das alleine. Und das ist, solange das so ist, ist das schön. Die Franzosen sind vielleicht nicht ganz so versessen drauf, aber im Grunde sind sie auch froh, dass sie ihren Sitz und ihr Vetorecht haben. Es wäre schon ein großer Erfolg, wenn es gelänge, der Europäischen Union insgesamt einen Sitz in einem, sagen wir mal, erneuerten UNO-Sicherheitsrat zu besorgen. Das würde aber nur gehen, wenn der insgesamt erneuert wird. Wenn also auch Länder wie Brasilien und Japan und Indien einen Sitz bekommen, sonst würden die das nicht machen. Aber auch das würde nicht dazu führen, dass die Briten und Franzosen ihren Sitz aufgeben. Also das sehe ich noch nicht. Insofern müssen wir hier die Kirche im Dorf lassen. Wir können versuchen, dass wir graduelle Fortschritte erzielen. Das wird aber einen langen Atem erfordern. Fest steht, dass wir die Vorteile, die an der Europäische Auswärtige Dienst, der EAD, mit sich bringen sollte, bis heute noch nicht voll ausschöpfen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben insgesamt über 2200 Auslandsvertretungen. Und der EAD sollte ja an sich dazu führen, dass diese Zahl stark reduziert wird. Wir haben aber de facto an den bestehenden Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten praktisch nichts geändert und haben obendrauf noch jetzt den Europäischen gepackt. Also das ist vielleicht ein notwendiger Umweg, um eines Tages ans Ziel zu kommen, aber das wird noch ein bisschen, wird noch ein langer Weg sein. Apropos, ja, gut, gehen wir mal. Jetzt mal. Ich habe aber ein ganz anderes Thema. Achso, vielleicht zu dem Thema. Ja, Herr Gelsen. Inwieweit sind Bestrebungen im Gange, die Minderheitenrechte in den Mitgliedsländern zu stärken? Insbesondere in denen, wo jetzt die Krise herrscht, wird gemunkelt, dass dort die Minderheitenrechte doch auch nicht so weit ausgeprägt wären,
dass die Russen sich dadurch animiert gefühlt könnten, auch dort einzugreifen. Inwieweit wird darauf hingewirkt, dass diese Länder ihre Minderheitsrechte stärken? Das heißt, die russische Sprache in diesen Ländern. Also sie sprechen fast Lettland und Litauen. Ja. Und inwieweit werden Maßnahmen ergriffen, um dass nicht das Gleiche in den baltischen Staaten passiert, wie es jetzt in der Ukraine passiert, dass plötzlich von außen Kräfte einsickern, die plötzlich an Wahlen teilnehmen, obwohl sie nie dort gelebt haben. Weil das ist doch so das gefühlte Erlebnis, dass dort Kräfte von außen einsicken, an denen die man gar nicht erkennen kann, woher sie überhaupt kommen. Ja. Also ich würde Folgendes dazu sagen. Minderheitenschutz ist eines der wichtigeren Rechte und Werte, zu denen sich die EU verpflichtet fühlt. Und wenn Sie sich die Staaten anschauen, dann werden Sie feststellen, nehmen Sie Südtirol in Italien, nehmen Sie die Provinzen in Spanien, Katalonien, dann stellen Sie fest, dass da sehr hohe Autonomierechte gegeben sind. Natürlich, gleichzeitig stellen Sie fest, dass sich diese Länder schwer tun mit einem Prinzip, was im Völkerrecht auch verankert ist, neben dem Prinzip, dass die Staatsgrenzen nicht in Frage gestellt werden dürfen, außer durch freie Entscheidung. Sie sehen im Völkerrecht, stellen Sie auch fest, dass es das Recht gibt auf Selbstbestimmung. Und diese beiden Rechte sind ja mitunter im Gegensatz. Nicht? Also wenn Sie an die Krim denken, die Mehrzahl der Bevölkerung, immer auf der Basis, dass die Volksabstimmung tatsächlich fair und gerecht und nicht inszeniert war, hat sich für einen Austritt aus der Ukraine entschieden und damit das andere völkerrechtliche Recht, nämlich dass die Staatsgrenzen intakt bleiben, dagegen verstoßen. Also im Grunde können sie es nur so machen, wie es, dass es demokratisch abläuft und das machen ja die Briten immer. Die Briten haben gesagt, wir sind bereit, den Schotten es zu überlassen, am 17. September diesen Jahres abzustimmen, ob sie ein eigener Staat sein wollen oder ob sie im Vereinigten Königreich Bestandteil bleiben, Mitglied bleiben. Und das ist an sich das Vorgehen, wie sich gehört, weil die beiden Elemente des Völkerrechts ja hier sich im Widerspruch sind. Aber wenn die jetzt mehrheitlich entscheiden, sie wollen austreten, dann haben die Briten erklärt, dann akzeptieren wir das, dann werden auf diese Weise friedlich nach demokratischer Entscheidung auch die Staatsgrenzen null festgelegt. So wäre das Vorgehen auch optimal gewesen im Falle Krim. Aber aus vielerlei Gründen ist das halt schiefgelaufen und ich glaube, auch der Westen hat da nicht immer nur positiv und richtig reagiert. Wir waren, glaube ich, auch ein bisschen blauäugig schon vor vielen Jahren, als die sogenannte Orange Revolution ausbrach. Ich kann mich noch erinnern, im Parlament liefen sehr viele mit dem Orange Schal rum und alle waren begeistert, jetzt kommt auch hier Freiheit und Demokratie in der Ukraine. Wir haben völlig übersehen, dass viele, die damals das Sagen hatten, auch unsere Frau Timoschenko, im Grunde auch nichts weiter waren als Oligarchen, die sich vorher auf Kosten des Volkes bereichert hatten. Denn die Frau Timoschenko ist auch nicht Multimillionärin geworden, durchs Nähen oder durch Häkeln. Die hat das eben auch gemacht, indem sie sich wirtschaftliche Substanz im Grunde unlauter unter Nagel gesetzt hat. Also das ist Faktum. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Land Ukraine seit der Selbstständigkeit, seit der Erlassung aus der frühen Sowjetunion, eigentlich immer, egal durch wen, schlecht regiert worden ist. Die Ukraine wird nach dem Transparency International Index, das ist diese Nichtregierungsorganisation, die versucht, das Korruptionsausmaß in den Staaten festzulegen. Da steht die beste Staat ist in der Regel Finnland, dann kommt Schweden, mal sehen wir, also die nordischen Staaten sind immer unter den Top 5 oder 10. Und ganz hinten haben sie dann Nigeria und solche Staaten. Aber auch ein Land wie die Ukraine steht auf einem Platz 130 oder 135, also jedenfalls ganz, ganz schlecht, noch schlechter als Russland. Ja. Das heißt, auch der Wunsch der Bevölkerung in der Ukraine, doch wirklich hier Verhältnisse zu entwickeln, die denen des Westens sich zunehmend annähern. Denn das ist ja, glaube ich, die Mehrzahl der Ukrainer möchte ja in Richtung Westen sich entwickeln.
hat nicht dazu geführt, dass sie da so große Fortschritte erzielen. Das ist noch ein langer, langer Weg. Also jetzt zu den Minderheitenrechten, Minderheitenschutz und Rechten. Wir haben, nehmen Sie Kosovo. In Kosovo, als das als selbstständiger Staat von der EU anerkannt wurde, stand ja auch die Frage auf, wie ist es mit der serbischen Minderheit, die im Norden des Kosovo angesiedelt ist. Über 10% der Bevölkerung im Norden, aber ziemlich geschlossen. Und da hat die EU eben nicht gesagt, na gut, die sollen jetzt eine Volksabstimmung machen und können sich dem Serben anwiesen und hat darauf bestanden, dass das integrale Bestandteil des eben nicht territorial nicht zu verändernden Gebietes des Kosovo bleibt. Und wir haben viele Mitgliedstaaten, die da großen Wert drauf legen, weil sie Angst haben, wenn sich einmal sowas entwickelt, dass sie ihre Staaten dann auch dran sind. Nicht? Dann haben die, wir haben ja sehr viele Staaten mit Minderheiten, de facto. Und dann haben die Angst, dann, also Spanien hat ja große Angst davor, dass Katalonien abspringt. Deswegen wollen sie auch, die wollen noch nicht mal die Volksabstimmung zulassen. Ja, in Tschechien hat es ja geklappt. Ja, Tschechien, Slowakei hat sehr gut geklappt. Sehr praktisch freundschaftlich, muss man sagen. Sehr, sehr vernünftig geklappt. Ja. So, was hatten wir hier? Ja, meine Spitzenfrage. Was sagen Sie denn einem Wähler, der sagt, warum soll ich jemanden wählen in das Europaparlament, wenn am Ende dort nur Lobbyisten bestimmen? Was denn am Ende? Ja, nur Lobbyisten bestimmen. Also das würde ich kategorisch. Das war eine Spitzenfrage. Das ist klar. Fragen zu Fragen. Ja, ich weiß, aber das würde ich kategorisch zurückweisen. Lobbyisten sind aktiv, das ist keine Frage. Zum Teil muss ich sagen, ist der Kontakt mit Lobbyisten auch erhellend, weil man manche Sachverhalte vielleicht aus einer anderen Perspektive noch verdeutlicht und erläutert bekommt. Aber ich kann zumindest für mich in Anspruch nehmen, ich habe nie, nicht einmal einen Vorschlag eines Lobbyisten, der gemacht worden ist, quasi einfach blind übernommen und irgendwie eine Vorlage reingemacht. Also ich habe hitzige Debatten gehabt mit Vertretern der Finanzindustrie. In manchen bin ich der Meinung, haben sie einen Punkt. Also ich habe es ja vorhin angedeutet, ich bin schon nach wie vor überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, dass wir jetzt festschreiben, wie das Verhältnis zwischen Festgehalt und Bonus sein muss bei einem Finanzinstitut. Das kann, warum soll das die Politik festschreiben? Keiner sagen, die Kirche legt fest. Oder sonst jemand. Ja. Also da, aber insgesamt glaube ich nicht, dass das, wir haben auch manche Sachen abgelehnt, die Lobbyisten gerne gehabt hätten. Ich meine, ich nenne ein paar Beispiele. Die Chemikalienverordnung REACH, die für die deutsche chemische Industrie nicht ganz unwichtig ist. Die erfüllt nicht in einem Punkt das, was die deutsche chemische Industrie gerne gehabt hätte. Aber sie ist etwas rausgekommen, mit dem die deutsche Industrie sehr wohl leben kann. Und sie ist im Grunde froh, die deutsche chemische Industrie, dass es eben einheitliche Regeln gibt. Ich war neulich beim Jahresempfang der chemischen Industrie in Berlin, da hatten die eine kleine Broschüre ausgelegt. Das hätten sie vor 5 Jahren nicht gemacht. Da stand drauf, Überschrift auf dem Titel, mehr Europa, komm mal bitte aus. Ja, das heißt, die sagen, im Grunde, wir sehen, das ist für uns auch gut. Wir wollen ruhig noch eine Stärke, wir sind global tätig, wir wollen eine starke europäisch einheitliche Politik. So, jetzt haben wir da noch eine Frage und dann würde ich mal sagen, wir machen einen ganz kurzen Abschluss nach dem Motto, warum FDP bei dieser Europawahl. Also, eine Frage zur Einwanderungspolitik. Ja. Betreiben wir in Europa die richtige Einwanderungspolitik, im Allgemeinen, in Deutschland im Besonderen? Nein. Meine Antwort ist nein. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Ja, völlig richtig. Also ich glaube, wir müssen einmal unterscheiden zwischen Asylpolitik und zwischen Einwanderungspolitik. Das wird auch vermischt. Einwanderungspolitik sollte meiner Meinung nach sich entwickeln und aufgebaut sein nach klaren Notwendigkeiten, die wir haben. So wie das auch Australien macht oder Kanada macht. Wir brauchen eine Art Punktesystem. Wir müssen immer wieder uns fragen, welches Profil der Einwanderer brauchen wir in puncto Ausbildung, Alter, Geschlecht und so weiter. Danach wird, und das verändert sich, aber das wird dann für 3 Jahre. Warum gehen wir nicht intensiv an die Sache ran? Die Amerikaner, die Kanadier machen uns doch vor, natürlich, wie wir es besser machen können. Wir brauchen die Leute, die wir wirklich brauchen in der Wirtschaft und nicht die Sozialempfänger. Ich bin voll bei Ihnen, aber das ist im Moment noch nicht Themen, noch nicht Kompetenz der Europäischen Union. Das ist das Ende. Das ist noch Mitgliedstaat. Das heißt, im Grunde müssen wir diesen Ball nach Berlin schießen und sagen, mach das. Aber es wäre besser, wenn wir es auf europäischer Ebene machen, denn wenn die mal da sind,
dann haben sie ja die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, wenn die anderen Länder eine falsche Politik machen und die Einwanderer sich dort nicht wohlfühlen, sind sie plötzlich bei uns. Insofern müssen wir das europäisch angehen, bin ich voll bei Ihnen. Was anderes ist die Asylpolitik, und da ist auch vielleicht wichtig, einen Punkt zu machen. Wir als Liberale stehen ohne Wenn und Aber zu Menschenrechten und auch zum Schutz von Leuten, die tatsächlich aus guten Gründen ihre Heimat verlassen oder verlassen müssen. Also Flüchtlinge haben wir selber nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, dass viele unserer Mitbürger das Schicksal von Konflikten vertragen. Aber das heißt nicht, und das müssen wir möglicherweise auch anders lösen als bisher. Denn wenn ich sehe, dass in Lampedusa jetzt quasi jede Woche Tausende anlanden, dann ist klar, dass das auf Dauer so nicht weitergeht. Das heißt, die noch gültige Regel, die nach dem Dublin-Abkommen sagt, in dem Land, in dem einer anlandet, da muss er auch Asyl. Das wird nicht gehen. Wir müssen auch Asylanten schneller versuchen. Erstens müssen wir schneller ein Urteil fällen, damit 5 Jahre dauern, bis über so einen Asylantrag entschieden ist. Das muss doch in 3 Monaten gehen oder spätestens in 6. Und danach muss man, solange, wenn das sich hinzieht, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man möglichst versuchen, die Leute in den Arbeitsprozess einzugehen. Also das ist klar. Aber Armutswanderung ist wiederum eine Sache, die der EU in die Schuhe geschoben wird, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also wenn jemand einwandert, also der ist schon EU-Bürger, sagen wir Sinti und Roma, kommen aus Rumänien, Bulgarien, nach Deutschland. Wenn die hier Arbeit haben oder Arbeit finden, suchen und finden, dann ist klar, dass sie in die Sozialsysteme reinkommen. Muss ja auch eins sagen. Solange sie keine Arbeit haben, haben sie nach den bestehenden Gesetzen auch keinen Anspruch auf Mitgliedschaft in den Sozialsystem. Also wenn einer herkommt, kann er nicht sagen, am zweiten Tag, jetzt möchte ich gerne Hartz-IV-Empfänger sein, also Arbeitslosengeld kassieren. Und hier haben wir diese Entscheidungen, ob, wann und unter welchen Bedingungen jemand in die Sozialsysteme kommt, ist auch ausschließlich Kompetenz der nationalen Gesetzgebung. Das heißt, Brüssel sagt da gar nichts, sondern sagt, Berlin entscheidet. Wir haben leider das Pech, dass in letzter Zeit verschiedene Gerichtsurteile ergangen sind, die zumindest diskussionswürdig sind. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Aber wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass da klare Verhältnisse in Berlin geschaffen werden. Denn diese Gesetzgebung, die ganze soziale Umwelt, ist eine nach wie vor nationale. Aber Einwanderungspolitik, Ihre eigene Frage, muss europäisiert werden nach Notwendigkeit. Ganz kurz ergänzende Frage noch. Haben wir nicht ein riesengroßes Problem gerade mit den afrikanischen Ländern? Denn aus Afrika werden da sehr viele Flüchtlinge jetzt kommen, Armutsflüchtlinge kommen, in irgendeiner Form ja eingepasst werden müssen. Oder nicht? Oder ja, vor Ort Hilfe gegeben werden muss. Ja, also ich glaube, wir können nicht einfach sagen, nur weil viele kommen, kriegen alle Asyl, auch wenn es nicht gerechtfertigt ist. Wir sollten schon eine klare Sprache sprechen, wann, unter welchen Umständen ist Asyl gerechtfertigt. Wenn jemand kommt aus Syrien, heute. Und dann würde ich verstehen, dass der um Asyl ansucht, denn zu Hause kann er sich und seine Familie kaum am Leben halten, geschweige denn, dass er das Leben ständig bedroht. Aber wir können nicht jemanden, der nur aus einem armen Land kommt, aber sonst, sagen wir mal, in Frieden leben kann, deswegen Asyl gewähren, nur weil er sagt, ich kann hier besser leben als zu Hause. Dann würden wir sehr viel zu schnell, zu sehr überschwemmt werden. Und da müssen wir schon eine klare Grenze setzen. Gut, also ich habe jetzt noch 2 Fragesteller auf meiner Erinnerungsliste. Das war hier bei Alten Mitte. Ich würde es mal sagen, das machen wir noch. Und dann gehen wir über zur Abschlussrunde. Ja. Die Abschlussrunde liegt dann beim Dr. Dienz, weil wir ja auch nach Hause gehen wollen, in der festen Überzeugung, dass wir am 25. Mai das Richtige wählen. Warum wir das machen, das wollen wir dann noch ganz kurz prägnant auf den Punkt. Entschuldigung, Herr Neul, ich würde Herrn Dr. Klitz gerade nur noch gerne Frage stellen zur Armutszuwanderung, weil die ja direkt in meiner Nähe sich abspielt. Darf ich das? Eine kurze Frage. Keine riesen gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass man Armutszuwanderer, die sich mit dem Prozedere Scheinselbstständigkeit hier aufhalten und das immer wieder nur verlängert wird und hier die Sozialsysteme doch von hinten rum irgendwie angehen, weil sie ja kosten, weil sie geschult werden und so weiter, was ja richtig ist, was ich auch unterstütze. Aber gibt es denn da nicht die Möglichkeit, dass man nach einem gewissen Zeitraum sagt, also Sie haben hier keine Existenz, Sie können hier nicht leben, Sie belasten das
System, dann müssen Sie in ein anderes Land gehen. Gibt es denn die Möglichkeit oder gibt es bei Armutszuwanderung diese Möglichkeit nicht? Ja, also ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist die nationale Gesetzgebung. Wenn wir da nicht für Klarheit sorgen und unsere Gerichte zum Teil, ich sag mal, sehen, was eigentlich Intention ist, sogar noch in Rücken fallen, dann haben wir Probleme. Die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, wir müssen in ein anderes Land gehen. Ja, gut, Frau Rubenisch, ich sage eine kurze Frage, kurze Antwort. Dankeschön. Das ist ein nationales Problem. Wir wollen uns ja mehr auf das Thema Europa widmen. Hier noch zwei Fragen und dann machen wir die Abschluss. Okay. Ich habe nur eine ganz kurze, die eigentlich schon zur Abschlussrunde gehört letzten Endes. Ich wollte nur die Position der ALDE bzw. der FDP gerne wissen bezüglich europäische GmbH. Ich selbst bekomme die Frage ziemlich häufig gestellt bei der Industrie- und Handelskammer. Rufen immer wieder Unternehmer an, die fragen so, ich möchte jetzt die europäische GmbH gründen, wie geht das denn? Und ich muss immer sagen, ja, die gibt es leider noch nicht. Zurzeit ist ja, soweit ich weiß, zumindest die Ein-Personen-GmbH schon ein bisschen konkreter in Planung. Aber wie sieht es aus? Wie ist die politische Debatte bei der ALDE bzw. in der FDP zu diesem Thema? Wir sind eigentlich, stehen da ganz klar positiv gegenüber. Also wir sagen, das würde das Wirtschaften auch ganz überschreitend erleichtern. Wir sind positiv. Wir sehen ja auch, dass in Deutschland ein paar schon die englische Limited als Auswahlmöglichkeit nutzen. Ja. Mir wäre eine europäische Lösung lieber als die Limited. Das ist wiederum nur so eine Notlösung. Also wir sind dafür und ich hoffe, dass sich das auch durchsetzt. Im Moment scheint es auf Ratsebene, sprich in der Mitgliedschaft, Chancen zu haben. Da gibt es noch ein paar, auch ich kenne die Bedenken im Einzelnen jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Aber das Projekt als solches halten wir für sinnvoll. Also die alle würde das unterstützen. Ja. Also, wir haben das am Donnerstag schon mal kurz angesprochen. Ein ganz neues Thema, was heute Abend noch nicht, oder Mittag noch nicht da war. Um ein Verständnis und eine neue Begeisterung überhaupt in Europa vorzurufen, brauchen wir doch, da sind wir uns doch einig, müssen wir die jungen Leute doch begeistern. Ja. Gerade wenn man jetzt, ich sag mal, überspitzte pan-europäische Identität erzeugen will oder auch eine stärkere Vergemeinschaftung, ist das eine Chance, durch eine gemeinsame Amtssprache die Union so zusammenzubringen, gerade für die jungen Leute, so zusammenzubringen, dass es gar keinen ausweichlichen Prozess gibt. Vielleicht könnte man dazu noch europäischen Sozialdienst einführen, vielleicht auch gekoppelt mit dem Militärdienst, der eben nach der Schulausbildung stattfindet, von mehr als 6 Monaten. Weil ich denke, wenn wir die jungen Leute begeistern können, wenn der junge Spanier bei der deutschen Feuerwehr mal ein halbes Jahr gearbeitet und gedient hat, wird er ein ganz anderes Verständnis bekommen. Also nicht nur die Sprache, aber auch die Kultur. Ich denke mal, wir werden dadurch die Chance haben, mittelfristig doch enger zusammenzuwachsen. Also meine Antwort zu Ihrem zweiten Teil der Frage ist ohne Wenn und Aber ja. Ich glaube, dass es gut und nützlich wäre, wenn die Jugendlichen quasi es als selbstverständlicher Abschnitt in ihrem Leben, in ihrem Studium oder in ihrem ersten Teil ihres Lebens und Berufsweges sehen, mal ein halbes Jahr oder auch 12 Monate im Ausland zuzubringen und das sollte auch aktiv unterstützt werden. Also der Austausch, den wir heute haben, Erasmus ist ja schon gut und jetzt gibt es Erasmus Plus, das wird noch besser, aber das sollte man auf alle Berufsschichten, auch auf die praktischen, die eine Lehre gemacht haben oder die Gesellen sind, so ausdehnen, das wäre sicherlich vorteilhaft und würde die Begeisterung und das Verständnis darüber wecken. Ich kann mich erinnern, als ich ein Heranwachsender war, bin ich am Anfang mit dem Fahrrad durch die Nachbarländer gefahren, erst Benelux und dann bis Schweden. Dann habe ich das Fahrrad in den Hügelberg abgestellt und bin mit Hitchhiker gefahren, weil es schneller ging und mir die anderen das vorgemacht haben. Da habe ich aber zweimal ein Erlebnis gehabt. Ich war zweimal im Auto und dann nahm ich einer mit und sagte, wo kommst du denn her? Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland. Und das ist, weil man Unterschied war. Da sind die rechts rangefahren, haben die Tür aufgemacht und haben nur gesagt, genau. Gar nichts anderes. War bestimmt in Schweden, ne? Bitte? War bestimmt in Schweden. Einmal in Schweden, einmal in Niederlande. Ja.
Und das war für mich als 15-, 16-Jähriger schon ein sehr tiefschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Negative Art, was mir gesagt hat, Mensch, verdammt. Da kam ich mir wirklich so als ausgegrenzt oder marginalisiert vor. Nicht? Also das Negativbeispiel, das passiert ja heute nicht mehr in der Form. Aber das Positive, dass man andere Kulturen kennenlernt, verstehen und so, das ist super. Erster Teil der Frage, Amtssprache, glaube ich, werden wir lange nicht hinkommen. Die Bürger und Menschen identifizieren sich über ihre Sprache und Kultur und zu meinen, wir können das alles jetzt ersetzen und durch eine einheitliche Englisch als einheitliche Sprache machen, sehe ich für viele Jahre nicht. Natürlich wäre es gut, wenn wir Englisch als Zweitsprache hätten, das wäre und das relativ aktiv nutzen können. Aber es wird nie die Muttersprache ersetzen. Also wir haben oft auch den Vorschlag gemacht im Parlament zu sagen, okay, macht doch die Texte nur noch in Englisch und fertig. Und jeder kann zwar in seiner Muttersprache darauf reagieren, aber im Übrigen ist alles schriftlich noch nicht zu machen. Im Moment nicht zu machen. Und, ja. Aber ich glaube, die unterschiedlichen Sprachkulturen tragen natürlich auch ein bisschen zum Bild Europa bei, weil es gehört ja auch zur Kultur jedes Landes. Und zur Vielfalt. Wir wollen ja eigentlich keinen zentralen Einheitsstaat Europa, sondern wir wollen ja die Vielfalt in ihren Eigenheiten und auch in ihren kulturellen Eigenheiten erhalten. Jetzt habe ich keine Frage mehr zu, sondern ich stelle am Ende eine Frage. Und die lautet, Herr Dr. Klins, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, am 25. uns entscheiden zu müssen, welche Partei wir wählen. Jetzt sagen Sie auf ganz prägnante Weise, was ist der entscheidende Punkt, warum wir uns am 25. Mai für die FDP entscheiden? Ich glaube, wir sollten uns für die FDP entscheiden, weil wir als deutsche Liberale erfolgreich eine Verbindung herstellen können zwischen der Vertretung unserer deutschen nationalen Interessen und dem, was für die weitere Entwicklung Europas von Nutzen ist. Wir wissen als FDPler, dass Deutschland als in die europäische Integration eingebetteter Staat daraus großen Nutzen gezogen hat. Deswegen wollen wir das europäische Projekt nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, wir wollen es weiter aktiv unterstützen, dort wo es weiterer Schritte bedarf und dort wo eine zusätzliche Vertiefung der Integration nötig ist. Wir wollen umgekehrt aber ein Europa, was näher am Bürger ist. Und das heißt, wir müssen viele der Entscheidungen, die jetzt in Europa getroffen werden, weil die Kompetenzverteilung so ist, an die Bürger und damit an den Nationalstaaten zurückgeben. Wir wollen die Abläufe effizienter gestalten, sprich die Kommission verkleinern, nicht jedem Mitgliedstaat von vornherein einen Kommissar geben, weil wir glauben, das zeugt nur davon, dass das ein falsches Verständnis gibt von dem, was die Aufgabe der Kommission ist. Die Kommission soll nicht die nationalen Interessen vertreten. Das machen die Regierungschefs, die Finanzminister, die Fachminister und die Abgeordneten. Die Kommissare sollen aus dem Interesse der Europäischen Union arbeiten. Wir als FDP sind darüber hinaus Teil der drittstärksten Fraktion und werden das auch nach der nächsten Wahl, selbst wenn viele kleine Parteien einziehen werden, weil es keine Barriere mehr gibt, wir werden das bleiben. Und als Teil der dritten Fraktion können wir maßgeblich an der Entscheidungsbildung im Parlament mitwirken. Und das ist wichtig, weil das Parlament ja in fast allen Politikbereichen jetzt gleichberechtigter Gesetzgeber nennen mag. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Klins. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse, für Ihr Kommen. Und ich muss sagen, die Stimmung ist so schlecht auch wieder. Also ich bin ja viel unterwegs und ich war natürlich, letzte Woche war es sowieso, da war ja Sonnenschein, blauer Himmel, als ich in Zwingenberg vorgestern, da war es natürlich noch so, dass haben die das Ganze unter das Motto gestellt, Frühlingsempfang, ja, und haben schon überlegt, ob wir das nicht im Freien machen. Heute ist das Wetter etwas bedeckt, also wechselnd, so wie die Umfragen hoch und runter. Aber unterm Strich glaube ich, dass wir, reden werden wir sowieso, aber ich glaube auch, dass wir durchaus eine Chance haben, sagen wir mal eine 50-50 Chance, dass wir 5% oder in der Größenordnung erreichen, sodass auch ein hessischer Vertreter uns auch wieder anzieht. Aber für Ihre Unterstützung darf ich mich schon mal bedanken. Danke.
andere Art von Wahlveranstaltung. Wir haben gedacht, wir machen mal das im Rahmen meines kleinen Frühstücks. Und ich denke, damit konnten wir auch alle möglichen Themen zumindest mal ansprechen. Sie waren ja in der Lage, eigentlich jedes Thema auch in hervorragender Weise zu beantworten. Sicherlich sind manche nicht zu Wort gekommen, weil wir natürlich nicht bis heute Abend die Veranstaltung ausdehnen wollten. Aber ich denke, da wird es immer noch Gelegenheit geben, was zu anderen Möglichkeiten auch aufzuarbeiten, Fragen zu stellen und auch weiterhin aktiv zu bleiben. Ich denke, die FDP hat hier auch über die Medien, die sonst noch zur Verfügung stehen, eine ganze Menge zu bieten. Ich kann Sie nur bitten, gehen Sie am 25. Mai zur Wahl. Denken Sie an unseren Spitzenkandidaten Dr. Klings. Helfen Sie mit, dass er auf alle Fälle wieder im Europäischen Parlament vertreten sein wird und damit eine entscheidende liberale Stimme für uns auch in Brüssel gewaltig auftreten darf und kann. Dazu brauchen wir, und Herr Dr. Wies hat das schon gesagt, auf alle Fälle so um die 5%. Ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden. Der Run im Augenblick läuft, sind auch langsam, aber trotzdem, es geht nach oben und daran arbeiten wir. Gehen Sie wählen, wählen Sie uns. Vielen Dank.